ich live bin. Dann fange ich einfach mal an mit Publikum begrüßen, das ich noch nicht habe. Hallo Twitch und im späteren dann auch hallo YouTube, wenn ihr das nachträglich guckt. Heute wieder Starbound, es ist Montagabend und vielleicht seht ihr schon im Titel oder wenn ihr bei YouTube das gesehen habt, dann auf jeden Fall einen nachträglichen. Heute nicht mehr vom Steam Deck, sondern von meinem normalen Computer. Dafür aber mit 180p, mit Maus und Tastatur. Ich bin hoffentlich jetzt ein bisschen schneller. Allerdings habe ich so lange nicht mehr mit Maus und Tastatur gespielt, dass ich mich auch erstmal dran gewöhnen muss. Genauso wie ich mich auch immer wieder an meine selbst kreierte Controllersteuerung gewöhnen müsste. Und Backflip ist auch wieder dabei und der ist sogar im Sprachchat heute. Sag mal hallo. Moin, moin, was geht, was geht? Ja, Backflip streamt nebenbei auch, falls das irgendjemand dann Bock hat, lieber bei ihm zu gucken. Bin mal am Überlegen, soll ich mal schauen, ob wir das Stream Together probieren sollen, was bei Twitch letztens reinkam? Gerne, muss ich da von meiner Seite aus noch was machen? Ja, ich glaube nicht. Hat der Professor Dann Hen mach gerne. ein. Ich habe mal hier Einladung gesendet. Muss dann mal gucken, bei dir irgendwie im Browser müsste jetzt irgendwas stehen. Welchen Browser jetzt genau? Ich streame das jetzt von hier mit, wie heißt das Ding von Nvidia Shadowplay. So, ach so, okay. Und die Verwaltung mache ich immer noch über das Handy mit der Twitch-App. Ach, dann probieren wir das was anderes, weil ich sehe gerade schon, das ist nämlich so ein Ding von einem Anruf, weißt du? Also es ist anscheinend eher so ein Discord-Anruf, das ist ein bisschen Oh nein, du wurdest nicht zu blöd. diesem Stream Together-Sistung eingeladen? Keine. Also ich Nee, habe gerade. ich hab's gerade wieder zugemacht, weil ich habe Achso. gesehen, das ist eigentlich so ein Anrufding, das ist irgendwie sehr, sehr blöd. Ich weiß nicht, was das soll, aber vielleicht wird es irgendwann noch cool. Ich dachte, es ist nämlich so ein Ding von und halt gleichzeitig streamt weiter so mit gemeinsamem Chat und sowas. Vielleicht ist Das das ja wäre auch und cool. wir haben. Ja. Dann muss ich mich nochmal Hättest du mir das reinfuchsen. 5 Minuten eher gesagt, hätte ich mir das erstmal durchgelesen und dann auf jeden Fall mitgemacht. Also Ja, ich weiß nicht, aber. ob das ist, aber es sah halt aus wie Dings, ne? Wie so ein Discord-Anruf. Wie jetzt wäre das wirklich so ein Anruf, wo man halt quatscht. So mäßig, so sah das aus. Dann Sah könnten wir jetzt nicht uns ja so cool Discord aus. im Hintergrund sparen, obwohl das jetzt eh keinen Unterschied macht. Ich finde es eigentlich ganz Ja. lustig für meine Zuschauer. Hier rechts unten seht ihr dann unsere Bilder mit, ja, wer gerade spricht. Ich finde das bei anderen Streams immer ganz angenehm. Wenn da ganz viele Leute dabei sind, da gibt es dann so richtige Plugins, wo dann die Avatare so richtig groß gemacht sind, wenn das solche VTuber sind und die haben so ihre Fantasiefigürchen da. Bei mir wäre das natürlich ein mächtiges, großes Huhn oder Hühnchen. Ich habe mir das damals ausgesucht, weil es so niedlich war und dann bin ich einfach dabei geblieben bis Ultimo. Naja, mein Logo, was ich habe, das hat mir meine Freundin gemacht in GoodNotes. Okay. Macht ist auch eigentlich cool. Das ist hier so, ich weiß gar nicht, wie diese Schrift heißt, aber halt so alle Buchstaben halt in einem so. Cool, ich habe meinen einen Mitarbeiter, nee, hier Crewmitglied, der ist gerade sozusagen auf meinem Schiff zur Seite gestellt worden und der setzt sich freiwillig so auf den Stuhl und wartet da jetzt einfach. Ja, das habe ich Und auch bei mir Roma oben. Da sitzen die immer zusammen quatschen. Weil ich habe ja zwei, ich habe ja einen gefunden noch. stimmt, ich wollte ja auch mal irgendwann einen zweiten haben. Und wenn es geht, sogar noch mehr. Und einfach zu gucken, was passiert, wenn ich. Wenn ich Maximum erreiche. Warte mal, das habe ich ja gestern Hab gecraftet. Da bist du ich. hier. Hier, da würde schon 250 Mandaten. Ah, cool, ja. Das haben wir auch genug, glaube ich. Jetzt sollten wir nicht mehr sterben so schnell wie letztes Mal. Ja, hier sind die Bandagen. So. Hier, was waren eigentlich hier am Dingens? So. Ah, hier war dieser komische Stab. Der ging mir eigentlich auch ein bisschen auf die Nerven. Okay. Neben der Fackel war immer Nahrung. Mich stört so ein bisschen, dass Twitch bei mir sagt, dass meine Bitrate zu hoch ist. Aber das Stream sieht trotzdem gut aus. Also steht da, dass er instabil ist, aber. Ich weiß gar nicht, ob meiner instabil ist. Ich hatte das Gefühl, bei 140 in meinem Teststream, da war das tatsächlich so ein bisschen instabil, aber immer noch okay genug. Aber ich mache jetzt trotzdem mal lieber einfach auf 180. Auch weil das, die Leute müssen das ja noch irgendwie gucken. Wenn wirklich jemand mal zuschauen möchte, Ja. dann ist das für die auch angenehmer, dass die dann nicht so richtig viel runterladen müssen. Ach Na, es genau, ich. kommt ja teilweise, gibt es ja dann später auch einzelne, wie heißt das,
Ja, 1044p Streams auch richtig. Aber bis das kommt, muss erstmal AV1 Encoding von Nvidia reinkommen und das muss halt auch laufen, gell? Mhm. Aber sollte ja mit unseren Grafikkarten kein Problem sein. Yes. Dann. Ich hoffe auch, deswegen, dass das automatisch irgendwie eingestellt wird, ne, dass ich dann noch irgendwas dazu einstellen muss. Ich glaube, ab dann wäre es eine gute Wahl, vielleicht auf OBS umzusteigen, wenn du vom PC aus streamst. Also ich habe Aber auch auf OBS dem kannst du. PC auch OBS installiert. Als ich noch nicht sicher war, ob ich jetzt eine hier 4080 haben will oder vielleicht doch lieber von AMD das Ding hier. Also die derzeit beste von 7800 oder 7900 XTX. XTX. Genau, die Das beste dann Ding. schon. Ich wollte ja ursprünglich für City Skylines alles haben und für City Skylines hätte ich halt das Ding mit dem maximalen Speicherplatz gebraucht. Und das wäre entweder halt diese, wie heißt das, 1090 gewesen. Oder halt die XTX. Dann dachte ich mir Warte mal, so. ich kann gerade den Geist killen Ja, mit das geht und mit dem sehr, Mining sehr Laser. spitz. Das geht, ja, genau, das geht tatsächlich bei Fucking Universe. Okay, cool. Wie lange bleibt er tot? Nicht sehr lange. Ich töte auch gerade den Geist. Oder hast du einen eigenen Geist? Ich hab meinen eigenen Geist, glaube ich. Weil ich töte jetzt auch gerade einen Geist und du bist ja nicht in der Nähe. Nee. Also es ist absichtlich gemacht, dass das eine Weile dauert, aber es ist möglich. Und wir haben ja schon den besten Mining Laser, also von daher und ne, jetzt bin ich trotzdem gestorben. Na gut. Oh no. Also der ist mir zu nahe gekommen und der killt ja trotzdem Ja, instant und ich habe auch nicht aufgepasst auf meine Lebensanzeige. Na, ich habe meines gekillt bekommen. Ja, Glück. ich nicht. Na, ich habe ja hier mit dem Schwert, ich habe ja diese große Klinge, die ich machen kann. Die ist ja recht praktisch, weil man dann halt einfach sagen kann, yo, bleib auf Distanz und mach halt Schaden. Und wie ist denn das Slime-Rüstung so? Haben die den auch angegriffen oder waren die nutzlos? Ich habe nicht mehr rechtzeitig meine Waffe gewechselt, weil. Ja, ich Weil du bin. kannst dann. Ich will eigentlich meinen Luftdash wieder haben. Warum frage ich eigentlich, ob deine Rüstung gut war? Das Ding hatte ich gewonshottet. Das ist, glaube ich, die Rüstung kacke egal. Nun, Ja. eine Ja, komm gute schon. Rüstung hast du auch nicht das. Kann man den noch abballern? Möglich? Habe ich überhaupt eine. Ja. Achso, ich habe ja auf der. Auf dem Charakter habe ich auch keine Dingenswaffen. Guck mal. Ach, ich habe den Flamethrower, ja. Das funktioniert jetzt wieder. Tot. Ich glaube. Aber der droppt, glaube ich, nichts und der macht doch nichts. Der bleibt einem nur eine Weile von Leib. Ich glaube, das ist ein bisschen nutzlos, den zu töten. Ich weiß nicht, ob man den Dingens kann. Ach, es gibt noch eine bessere Stufe vom Mining Laser. Ich glaube schon. Es gibt Oh noch fünf. ja. Nee, warte mal, meiner ist 4,8, deiner? Ach, hier kann ich direkt nachgucken. Tier 6 erst. Okay, da gibt es ja noch zwei bessere. Ich glaube, es gibt sogar noch einen besseren. Warte mal, ich schau mal beim Tricorder kurz. Da kommt schon. Upgrade. Achso, den kann ich auch so. Okay, für 30 kann man den nochmal upgraden. Ich glaube nicht, dass das so. Es ist wirklich ein bisschen Schon imbar. gewollt ist, dass man den so abballern kann. Also, ich glaube, beim Vanilla kann man den gar keinen Schaden machen, dann muss man einfach rennen. Aber man kann ihn ja mit allem Schaden machen. Guck hier, ich kann auch hier. So. Ah, cool. Und mit denen hier. Ich meine, das wäre früher Oh. noch was Spezielles Oh, gewesen. da kommt Hier, ein jetzt zweiter. kommt zweiter. Ich gehe mal hier weg. Ja, da war das Weil Ding. das ist noch ein bisschen zu früh für Puh. mich. Merken wir uns. Sollen wir vielleicht mal die Story-Mission machen? Hast du Bock drauf? Ja, mach mal gern. Ja, mit Esther. Die haben wir ja noch gar nicht angerührt. Ja, da braucht man ja erstmal noch ein paar Florensiedlungen. Die haben wir, glaube ich, schon. Wir sind noch zusammengelaufen. Wir haben doch schon. Ach so. Auch in diesen Arena-Dingern waren noch ganz viele von diesen Statuen, oder nicht? Du kannst mal schauen, Ja. ob die Mission bei dir sagt, dass du sie bei der In Ark Age in Temple, das war ja treffen eher wirst. so. Ach so, kann sein, dass ich noch zu Esther gehen muss und der Bescheid sagen muss, dass ich da alles gefunden habe. Oh, Das kann ja. sein. Ja, sehr wahrscheinlich. Also, da muss ich auch noch hin. Dann mach ich das mal. Aber,
Wir brauchen echt mal eine gute Farm fürs Essen, weil ich habe teilweise nichts zu essen. Ich habe mir zwar 6 Steaks gebraten, aber ich weiß nicht, was das sein soll, aber ich habe dauerhaft extrem viel Hunger im Spiel. Ey, das geht mir genauso und... Das nervt mich. Ich bin schon wieder verrückt geworden. Also neue Madness. Da kann ich ja gleich mal gucken, ob es jetzt reicht für... Nein. Für Madness-Erforschung. Nee. Aber irgendwas hat das resettet. Die Verrücktheit. Oder vielleicht, weil ich allgemein so diesen Madness-Status habe. Weil ich Madness-Forschung habe quasi. Das könnte sein. Das ist möglich, ja. Ist so ungewohnt, dich jetzt nicht auf dem linken Bildschirm zu sehen, sondern mein Stream. Ja. Ich kann auch theoretisch meinen Stream und mein Stream aufmachen, aber ich glaube, das ist Quatsch. Ja, also wenn es dir zu albern wird, dann kannst du auch gerne wieder nur meinen Stream gucken und ich weiß nicht, ich fand's halt irgendwie cooler, die Idee, aber wenn das nicht passt, dann... Nein, ich mag's, ich find's cool. Also ich wollte ja selber heute sowieso streamen, aber ich habe viel damit heute verbracht, mal Ordnung zu machen. Ja, das ist wichtig. Das habe ich hauptsächlich letzte Woche gemacht. Und das Schlimmste ist, die Hälfte von dem, was ich letzte Woche so gemacht habe, ist schon wieder unordentlich. Also ich habe richtig groß gestaubsaugt und es sind wieder überall diese schwarzen Flusen. Wenn man so frische Kleidung hat, dann ist die einfach auch mal... Ja, hier ist auch dieser Typ, der hat auch einen Auftrag. Ich habe den noch gar nicht angeklatscht hier. Show me a filling cabinet created from the station and give you the blueprint. Okay. Learn to craft. Filling cabinet? Ja. Wo finde ich das? 32? Das ist ein ganz großer All. Muss ich das selber craften irgendwie oder? Kann ich das irgendwo herkriegen? Oh, man kann sich auch eine Kasse und sowas machen. Was kann man sich machen? Ach, hier Filling Cabinet, da habe ich. Das ist bei 32, wenn du suchst. Ich habe auf All geklickt und dann unten in die Suchleiste Filling eingegeben. Habe ich auch gemacht, aber ich habe anscheinend einen Schreibfehler reingepackt. Filling mit nur einem L. Ja, habe ich noch gemerkt. Ach, Filing ist das vielleicht. Wie? Ja, Filing, ja. Ach, die Datei. Ja, wollte ich gerade sagen. Und das ist auch so ein Datenaktenschrank-Gedöns. Oh, guck mal, und hier Burger. Dekoration. Links. Ach, hier bei dem Froschmenschen. Ich bin ja gerade wieder gestorben. Okay, ich habe sowieso kein Geld gehabt auf dem. Ja, ich habe gerade 7000. Soll ich mal so ein bisschen Burger-Dekoration holen? Von mir aus gern. Burger Full Shop Counter. Burger Full Table. Full Wall Decal. Bussin Station. Ist das gerade gefeatured? Ne, Pastell ist gerade gefeatured. Aber stimmt, die Deeds, das was so allgemein steht, das ist auch manchmal. Was ist denn eigentlich El Dukar Themed Colony Deed? Ist das wohl von der Rasse oder wie? El Dukar? Das hat irgendwas mit diesen Eldara zu tun. Ich weiß nicht genau, wie sich das im Deutschen übersetzt, aber das ist alles in diese Richtung Cthulhu, Wahnsinn, Ach so, dieses Ekelzeug. Ja. Das ist so eine ganz komische Sprache, die einige Leute tatsächlich lernen. Wenn man das. Es gibt dann in späteren Missionen von Fracking Universe tatsächlich Bücher, die bestehen nur aus diesen komischen Wörtern und wer diese Sprache kann, der kann das auch tatsächlich lesen und nochmal Hinweise herausfiltern. Aber hab mich jetzt nie wirklich dafür interessiert. Ich interessiere mich eher für die Hightech-Seite von Fracking Universe und der Fabrikseite und so, als jetzt diesen Tentakelmonster-Kram. Ich meine, der Hauptgegner ist schon ein Tentakelmonster, schlimm genug. Ja. Achso, ich wollte nur noch mal die Tech-Dinger angucken. Habe ich eigentlich Tech-Module? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe gar nichts. Gott sei Dank, sonst werde ich jetzt was verloren auf dem... Nee, ich habe doch sogar was verloren auf dem Mond. Uschi-Belt, oh, sieht cool aus. Hier kann... Also ich kaufe einfach mal alles durch hier. Ich kaufe hier Sojasauce. Erdisch, Blinkdisch, Bind. Ich will meinen Erdisch haben, dafür brauche ich 8. Pulse-Jump habe ich schon. Distortion 4.2. Ach so, weil das dann... Ganz viele Sushi-Dekorationsdinge. Also brauche ich... Ich hole mir mal 16 Tech-Module und rüste mich mal ein bisschen auf. Ich glaube, ich habe sogar welche aktuell dabei. Warte mal, ich habe 4. Das warte mal war ein bisschen zu spät, ich teleportiere schon. Alles gut, ich habe auch nur 4. Alles passt. Achso, ich habe ja gesagt, dass ich jetzt auch verstehe, also für die Zuschauer,
dass das hier nicht so angenehm ist. Also es ist... Auf dem Steam Deck kriege ich das wirklich nicht mit. Da ist das einigermaßen okay hier mit der Lautstärke. Aber hier stört es mich schon massiv. Deswegen werde ich mal einfach alles hier abreißen. Ach, Ruhe. Meine Ohren. So, und dann baue ich hier irgendwas erstmal Gleiseres auf. Ich meine, wir haben doch jetzt erstmal ein paar Ressourcen. Wir brauchen jetzt nicht die Dinger auf Dauerbetrieb haben. Genau das, was ich vorher haben wollte, ist jetzt eigentlich ein bisschen zweitrangig. Na, wir haben ja mal gequatscht und vielleicht hat es ja auch ein bisschen so geholfen, sag ich mal, dass wir so mal ein bisschen Plan gemacht haben. Ja. Also wir haben hier oben den Fusionsreaktor, wenn du die weiterlaufen lassen willst. Der laut ist der strahlt so? Aber. Der ist überhaupt nicht laut. Kannst du mal hochkommen, warte. Ja, aber das ist ja dann auch... Ach, der Reaktor ist das, genau. Fusion ist... Der sollte überhaupt nicht laut sein. Da muss halt Helium 3 rein. Wenn alle laufen, dann ist der relativ laut. Das ist es aber. Das war's. Das ist relativ einfach noch. Ja. Und der kühlt halt mit. Und der hat halt hier 180. Ja. Bringt er raus. Es gibt noch mehr. Also er gibt eigentlich bis 320. Aber ich weiß nicht, was wir reinpacken müssen. Ich weiß nicht, ob wir das Helium irgendwie enrichen können. Bestimmt. Das ist ja ein Fusionsreaktor, das heißt Deuterium, dieses Enriched das normale Deuterium müsste eigentlich auch funktionieren. Da passt leider nur Wasser, Dings rein, Helium 3, Wasserstoff, und was war es noch? Tritium. Dann brauchen wir Tritium. Habe ich schon probiert, Tritium bringt noch weniger. Ich weiß nicht, was wir dafür brauchen, ob wir das. Wasserstoff. Ich kann's ja mal. Vielleicht besseres Kühlmittel. Ja, wir haben schon. Liquid Dings, Liquid Nitrogen, ich glaube besseres Kühlmittel gibt gar nicht. Warte, ich schau mal. Ja, stimmt schon irgendwie. Power from Hydrogen Isotopes, vielleicht gibt es irgendwas anderes noch, was irgendwie. Guck, das gibt, hier steht da 15 bis 360 Watt Power. Ja. Das heißt Minimum 15, das kriegt man glaube ich von. Ich guck gerade auf meinem Handy nach. Von einem Hydrogen kriegt man das. Kriegt man 15. Ach hier, ich habe das letzte Mal genau nach der Dark Cavern gesucht, weil ich ja, das ist ja vielleicht interessant für meine Zuschauer noch, ich mache jetzt auf dem Steam Deck noch nebenbei ein richtiges One Planet Challenge und vielleicht werde ich da auch mal ab und zu so ein Übersichtsvideo machen, aber jetzt kein richtiges Let's Play davon, sondern immer mal wieder bloß ein Zwischending und da bin ich eigentlich schon relativ weit. Das wollte ich jetzt gucken. Ich habe das mal gelesen. Can be fueled with hydrogen isotopes such as. Also solche wie Hydrogen, Helium 3 und Tritium. Also es gibt anscheinend noch mehr. Es gibt. Ah, warte, ich glaube, ich weiß, was das ist. Es gibt doch hier dieses Metallic Hydrogen. Dieses. Ja. Dieser metallische Wasserstoff. Warte mal, ist das bei Chemistry? Ja, hier, warte, das ist. Metallic Hydrogen, genau. C-Fuel. A Quantum Viable Superconductor. Ist das? Vielleicht können wir Unstable Particles reinpacken. Oh, das könnte sogar sein, weil Helium 3 und 10 Neptunium Rods. Aber bis dahin muss ich erstmal noch. Was ist das? Coolant ist. Nein, eine Crude Bomb erforschen. C4 und dann erst. Ah, es gibt noch ein besseres Cooling. Rat mal was. Okay, darauf kann ich auch nie. Diese kryonischen Extrakte, die man ab und zu von Gegnern bekommt. Oh, stimmt. Die sollen besser sein. Ich glaube, das ist sogar egal, was es für ein Cooling ist. Ich glaube, das ist einfach nur, wie schnell sich das verbraucht. Zum Beispiel Hydrogen. Perpetual Energy. Gibt's irgendwas? Das ist... Impossible Good Fuel. Achso, das ist ja... ach, hier, Perpetual Energy, das ist doch hier das Ding mit dem... Erdnussbutter-Sandwich oder Katze. Ach genau, das hast du mir ja schon beim letzten Mal erzählt. Okay. Ja. Auch so dumm, ey, wirklich. Okay, der Deuterium-Rotz bringt tatsächlich mehr Energie als Helium 3. Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, das Wiki offen. Und dann gibt es noch etwas, das nennt... Und Tritium bringt weniger, hast du recht. Ultranium-Rotz. Wie stelle ich denn das Ding her? Das ist bestimmt alles zusammen, oder? Im Ultra, alles zusammen. Das kann... Was wollte ich machen? Ich wollte mal hier erforschen. Ich mache mal ein bisschen meinen Chemistry-Baum. How to obtain unknown device from Extraction Lab. Ist das dann... Brauchst du eigentlich die ganzen Dynamos mit diesem Volatile Powder befüllt? Ist das besser, oder? Ja, die bringen unterschiedlich viel Energie, wenn je nach Treibstoff. Und das Volatile Powder war sozusagen der beste Treibstoff für diese
Dampfgeneratoren. Ah, okay. Ich habe mich nur gefragt, weil Lava ist in dem Sinne ja genauso günstig. Ich glaube, Lava hat 12 gebracht und das Volatile Powder auch, weil die bringen, glaube ich, maximal 12. Das Volatile Powder bringt pro Stück 7, also 21. Okay. Das ist ja auch. Ja. Und das Nitro Hydrogen, das kann man auch als Treibstoff da rein tun. Da gibt es noch so einen Trivia-Artikel, wie das irgendwie in echt funktionieren kann, tatsächlich. Ich weiß ganz genau, was wir brauchen, wofür wir die Zentrifugen nutzen. Wir brauchen 1000 Wasserstoff für Metallic Hydrogen. Wo ist denn das? Okay. Was haben wir dann? Oh, wobei? Ah, ne, haben wir. Okay, wir haben, 6000. Okay, wir haben das alles angesammelt. Gut, ja. Jetzt haben wir das. Jetzt kann man. Das könnte man vielleicht irgendwie auf dem Wasserplaneten aufbauen. So diese Großproduktion. Aber willst du alles woanders aufbauen? Die Frage ist. Das war nur so ein Gedankengang, weil wir das ja im großen Maßstab brauchen. Ja. Ich schau mal, wofür wir das brauchen. Also, wir brauchen das für Dentium auf jeden Fall, glaube ich. Für diese krassesten Waffen. Mhm. Nee, für, wie heißt der Scheiß? Ethereum Alloy brauchen wir das. Und dann müssen wir uns. Oh, Ethereum ist richtig doof zum Sammeln. Ja. Also. Ich glaube, es ist genau, hatte ich eigentlich einen Ohrdetektor? Ja, den würde ich auch mal upgraden wollen. Ich grade jetzt erstmal ein paar Sachen ab. Ich habe hier noch Dings. Falsche Taste, das ist auch falsche Taste. Jetzt sind wir drin. Wir brauchen halt für die Upgrade-Module. Hier, lass Mobrium Seed. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Achso, apropos Upgrade-Module. Ich habe angefangen, so diese erste Standardmission immer weiter zu farmen. Da kriegt man auch, ich sag jetzt mal, nach relativ wenig Runs hat man schon sehr, sehr viele Upgrade-Module von einigen Sachen. Das ist auch schon. Wie viele hast du gefunden? Ich hatte alle. Dann irgendwas um die 90 rum, nach ungefähr 10 Runs. 90? Krass. Ja, also jedes Mal so 9 Stück. Das klingt schon übertrieben, aber ich glaube, ich hatte einige Runs, wo ich wirklich viel gefunden habe. Müssen irgendwie an eine Nahrungsquelle kommen, die gut ist. Ey, ich habe schon wieder 147 vergammelte Dinger im Inventar. Ja, also ich habe halt immer, ich esse halt immer meine Äpfel. Das ist schon. Das ist schon mit etwas, was am reliablesten ist. Okay, hier sinkt meine Verrücktheit. Irgendwas anderes hat die aber verursacht. Oder ist das die Rüstung, die ich trage? Oh, das ist möglich, das stimmt. Das ist ja quasi eine Rüstung, die aus diesem verrückten Planeten entsteht, also aus diesem Blutplaneten. Hm. Stimmt, hast recht. Dass mir die quasi ständig Madness gibt. Ich würde mich nicht wundern. Aber davon steht hier nichts im Set-Bonus. Okay, das ist ja in dem Sinne kein Bonus. Aber es steht auch sonst nicht irgendwie wirklich dabei. Ich glaube, ich würde mal versuchen, eine Küche zu bauen, weil wir müssen echt mal ein bisschen unser Essen aufleveln. Das geht gar nicht. Aber ich habe gerade irgendwas Giftiges gegessen. Naja. Was ist das hier? So. Vegetable. Oh, eine giftige Frucht. Ja, egal. Ich esse es trotzdem. Guten Appetit. Danke. So, warte mal, das ist doch hier. So, das war doch hier bei uns. Ach, warte mal, hast du nicht sogar so eine Crafts- und eine Culinary Station? Ja, gell? Wo genau? Also, Culinary Station gab's auf der Standardbasis. Oder ich habe noch irgendwo eine ins Inventar abgelegt. Ja, genau, die habe ich ja gerade hier nochmal gefunden. Mhm. Ich glaube, die hast du, glaube ich, mal gecraftet oder halt gefunden. Die habe ich gecraftet, weil ich mal nachschauen wollte, aber da war irgendwie noch nichts freigeschaltet, glaube ich, bei mir. Oh, hier der ganze Planet so halb zerpflückt. Auf der Suche nach ein paar Rohstoffen. Ich wollte jetzt mal ganz kurz, also mal gucken, wie kurz ist, aber in die erste Standardmission, um einfach nochmal hier ein paar Module zu farmen. Nochmal welche abgreifen. Mhm. Boah, ich habe übel viel von diesen Chromatic Dirt. Was gibt man da raus? Da gibt man noch. Ich glaube auch unter anderem Diamanten. Ja, stimmt, stimmt. Okay, dafür muss ich aber den. Ich schmeiß auf den großen Reaktor. Ja, nee, ich schmeiß den Fusionsreaktor an, der ist best. Ah, nee, warte mal. Der ist zumindest quick and dirty. Und der, ja. Der ist auch dirty, aber der ist nicht so extrem dirty und der braucht auch keine Dings, wie heißt das? Keine Rods und der hält auch relativ lange.
Ich muss mir auf die Suche machen, wo wir Dings kriegen. Wer ist das? Viel Helium 3. Ja. Also wir können das extracten, kriegen wir das auf jeden Fall eine Menge. Oh, ich muss das Coolen reinhauen, sonst explodiert uns der Scheiß hier. Das ist auch so ein Ding, das kann halt explodieren, gell? Ja, okay. Passiert schon. Passiert schon. Ich glaube, das ist sogar eine riesige Explosion, ich weiß es gar nicht. Das kann sogar sein. Okay, interessant. Was denn so? Der, weil der Reaktor, also der Kernreaktor, an den Sifter verbunden ist und ich den Sifter jetzt mit dem Hydrogen-Teil da verbunden habe, läuft jetzt die ganze Basis, weil die ja dann in so einen geschlossenen Kreislauf bilden. Das heißt, die Dings laufen, die Zentrifugen. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, ich mache das mal weg. Würde ich nämlich lieber den Rockbreaker nochmal weiter arbeiten lassen als die Zentrifugen, weil wir haben genug. Ich das mit dem Flammenwerfer kaputt? Ja. Ah, brauche ich auch nicht. Eigentlich weiß ich es ja ungefähr mittlerweile fast schon auswendig, was hier so drin ist. Achso, ich könnte mal mein Haustier rausholen. Das hier. Was habe ich jetzt gerade eingesammelt? Eis-Collar-Bomb. Bouncy-Collar. Makes your pet unnecessary bouncy. Ja, toll, danke schön. Ich weiß nicht, wo ich mein Dings hingepackt habe, mein Cooling IPP. Habe ich das weggeworfen aus Versehen? Oder hast du es zufällig vielleicht aufgesammelt? Ich finde es nicht. Ich habe eins Level 3 drauf, aber ich dachte, du hast so, sozusagen eins extra für mich hergestellt. Habe ich auch, aber ich weiß nicht, wo ich meins hingepackt habe. Habe ich es irgendwie aus Versehen weggeworfen? Weil das passiert mir in letzter Zeit oft. Ich laufe rum und einfach fehlen mir Sachen. Jetzt hätte ich irgendeinen. Also mir ist das früher sehr oft passiert, dass ich Sachen weggeworfen habe. Wie gesagt, auf meine... Ja, genau, okay, ich habe meine Steuerung auf dem Steam Deck auch nochmal komplett umgestellt. Ja, Drop Item ist auch noch auf Q gesetzt. Ich setze es jetzt einfach auf O. Weil das ist mir damals schon... Da habe ich mein Dings weggeschmissen. Mein... Also aus Dinge, wie heißt das? Das Protektoratsschwert, das bekommst du ja sonst nicht mehr. Das war sehr ärgerlich. Da habe ich mir dann halt auch einfach cheated mit Admin. Das war mir nicht zu blöd. Hätte ich sogar vielleicht auch gemacht, weil... Also es ist ein cooles Schwert einfach. Das wollte ich nicht verlieren, sag ich mal. An so einen Scheiß. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn man das upgradet. Also gucken, was passiert im Sinne, wie stark das dann noch wird. Das Schwert bleibt ja an sich das gleiche. Ich will mal schauen, wie viel hier Reset wir aus Quietus Bar kriegen. 16 Power brauchen wir dafür. Okay, das ist teuer. Bomben. Habe ich Bomben dabei? Ich müsste jetzt mindestens ein paar davon gesammelt. Achso, Bomben sind Waffen? Bomben sind keine Waffen. Na, die sind bei, glaube ich, bei dem normalen, bei dem Rucksack. Ja. Noctium. Das pack ich mal rein. Zack, zack. Kann ich das irgendwie auf einen Hotkey legen? Hier, das bräuchte ich doch eh gerade nicht. Noch irgendwas? Jump Height. Wir haben 35 Module, du kannst theoretisch deinen Mining Laser nochmal upgraden, wenn du willst. Ja, ich bin jetzt eigentlich schon so halb dabei. Companion wie Call Device. Ich habe jetzt auch mal 1000 Dings gemacht, gell? 1000 Fabric. Müssen wir endlich mal was haben, dauerhaft. Oh, dass ich jetzt Doppeldash benutzen kann, so wie ich es früher gewohnt bin, das ist auch ein sehr angenehmes Gefühl, weil Doppeldash funktioniert auf dem Steam Deck nicht wirklich gut, wenn du es halt mit einem Steuer-Analogkreuz machst. Ja. Wie kommt es eigentlich, dass du wieder am PC bist? Erstens, weil ich sowieso das gerne gehabt hatte von Anfang an, dass ich mit dir spreche, während wir zusammen streamen und spielen und
Da hatte ich halt nicht so wirklich Lust, das auf dem Steam Deck endgültig einzurichten. Ja. Und deswegen, der Gedanke war eigentlich schon früher da, dass ich dann mal Okay. das mal irgendwann umändere. Und dass ich es jetzt mal gemacht habe, hängt hauptsächlich damit zusammen, dass ich jetzt auf dem Steam Deck halt mein komplett neues Spiel angefangen habe. Und dass ich quasi den Spielstand hier als Sicherung hatte und dann war ja quasi alles schon da. Also Ja. vom Steam Deck auf den Computer irgendwas übertragen ist immer ein bisschen doof, weil Linux und allgemein hätte ich das gerne so ein bisschen getrennt. Okay, Flammenwerfer unter Wasser funktioniert nur bedingt gut. Habe diese komische Biene mal gefunden. Ich schau mal, was die kann. Ja, diese hier Xeno-Dings Queen. Kann ich aber die. Ich kann diese Stats mal vorlesen. Base Production 2, Drone. Ah ne, doch, Drone Toughness 23. Drone Breed Rate 1, Green Breed Rate 10. Okay, das ist, glaube ich, gut, oder? Das ist sehr gut, aber Green Lifespan 200. das ist sehr, sehr schlecht. Die sterben, bevor die Mutation vielleicht nur eine Queen gemacht haben. Chance 1,92. Das ist auch schon besser. Mite Resistance 5,0. Das ist auch schon sehr, sehr gut. Also die Queen Lifespan ist halt ultra niedrig. Da muss man Muss ich halt. wahrscheinlich halt. Da muss wahrscheinlich alles reinhauen, dass sie so schnell wie möglich wieder eine produziert war. Ja. Es Work gibt time ein nice. paar Möglichkeiten, die zu verlängern. Das muss man dann wohl machen, auch bei der. Hallo? Ich erforsche jetzt halt auch mal die ganze Orchid Queen hier. Ich habe ja eine mit 800 Lifespan, aber okay, Das also ist das. schon mit eins der besten, was man natürlich finden kann. Das Beste ist 1200, aber das ist schon wieder so eine Spesselbiene. Und die ganz normale Honeybee, die hat 1000. Und der Witz ist halt, man züchtet das halt, also die miteinander so und versucht, eine Biene rauszukriegen, die dann das Beste von allen hat. Und deswegen braucht man eine hohe Queen Breeding-Rate, damit du halt möglichst viele Bienen produzierst, in der Hoffnung, dass eine davon mal gut ist. Auch schon wieder so ein bisschen Gacha-mäßig. Glaube, diese Xeno-Dämonä Queen ist halt wahrscheinlich einfach so eine, die extrem stark ist. Also die hat ja auch zwar eine. Guck mal, was hat die. Oh, du hast doch bestimmt noch Bienen, ich möchte das mal vergleichen. Weil die hat ja. Die Mutation Rate ist halt sehr hoch. Das heißt, sie wird sehr wahrscheinlich extrem viel. Ja, Aber Honey Queen, Queen Breed Rate 2? ja, Oder die ja, die Jäger Num Queen die sind alle 1. sehr niedrig, die Queen von den Standardbienen. Die sind halt sehr niedrig, aber mit so ein bisschen Züchtung kriegst du schon welche mit so 5 oder ja, wenigstens 3 oder 4 kriegst du raus, aber ab und zu schon mal eine mit 5 und damit macht man dann sozusagen weiter. Ja, aber dann ist doch die hier Brutrate von was war's? Von dem neuen Ding ist Von super. 10 doch sehr gut, weil du meinst, Ja, es ist ja. nicht so gut, aber halt die Live-Spanne ist halt, ne? Das ist Das halt. meine ich. Heißt in dem Sinne muss sich neutralisieren so ein bisschen wahrscheinlich, wa? Ah, okay. Also sieht gleich halt aus. Ich habe hier noch eine Reaper Queen gefunden. So, ah, nee, das war eine Drohne. Queen Lifespan Dann 400. Mite Resistance 6,0, das ist, glaube ich, ganz gut. Junge, Mutation Chance, wie klein die sind bei den normalen. ja. 0,07. Aber ich meine, die ich ja gefunden habe, die ist auch auf einem radioaktiven Planeten gewesen. Das ist, glaube ich, das spricht, glaube ich, für sich selber, Ja. dass die da mutiert wie sonst was. Und es gibt auch Möglichkeiten, das nochmal in die Höhe zu treiben mit der Mutation-Rate, weil du steckst die in einen Bienenkorb mit sogenannten Frames, also Rahmen, so Imkerrahmen, wo die ihre Honigwaben dran bauen. Und diese Frames können auch noch verschiedene Eigenschaften haben. Okay. Und damit kann man das auch nochmal alles erhöhen. Vielleicht lohnt es ja bald nochmal, die Bienenfarm nochmal groß aufzuziehen. Gibt es besseren Bienenstock als den wir oben haben? Ja, gell? Wahrscheinlich so einen elektrischen und so ein Zeug. Ja, es gibt nur in Anführungsstrichen einen besseren. Und um den kleinen besseren zu bekommen, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich damals unbedingt angefangen habe, so nach diesen Bienen zu krähen. Weil die Orchid Queen, das sind die, die es auf dem Standardplaneten jetzt bei uns nicht gab. Also auf meinen. Und die produzieren was, was man braucht, um den etwas besseren Bienenstock herzustellen. Ah, okay. Also haben wir die jetzt. Also kann man das in dem Sinne schon mal machen. Ja.
Ich wäre dafür, wenn wir das, wenn wir uns so ein Labor machen, dass wir vielleicht wirklich auf den Dschungelplaneten machen. Ich finde die super schön und die passen, glaube ich, auch sehr gut zu dem, Ja, das Dings. Könnte auch ganz gut werden mit, wie heißt das gleich nochmal? So Aqua... Aquaristik. Nicht Aqua, sondern Atmosphäre. Atmosphäre. Atmosphären. Ach so. Dass Sachen aus der Luft gezogen werden und Sachen aus dem aus der Umgebung sozusagen gefiltert werden. Ich habe jetzt noch eine Bumblebee Drone. Queen Lifespan 1000. Das ist krass. Was heißt die 1000? Ist das 1000 Ticks oder was ist damit gemeint? Ich glaube schon. Ah, okay. Und wie lang ist so ein Tick in Starbound? Ich weiß es nicht ganz genau. Aber sag mal, die 200er, die würde schon ziemlich schnell kaputt gehen. Das kriegst du dann auch so ein bisschen mit. Da was heißt schnell kaputt gehen? Gibt es so eine Zeit, wie schnell die kaputt gehen würde? Oder ist das so ein die Ding haben, von... wenn du eine Biene erforscht, eine Bienenkönigin, dann haben die so eine Art Lebensbalken. Aber der geht nicht weg, sondern der wird dann langsam dunkel. Also der fängt grün an und wird dann so gelblich, orange und rot. Und daran kann man das erkennen. Okay. Highlight. Habe ich einen Knopf, der mir irgendwas highlightet? Was kann ich noch für Rushen an the Rocks? Magma, was ist Red Hot Cobblestone? Okay, Highlight Interactable. Links Shift und links Alt. Das stört doch niemanden, wenn das auch Rechts Shift ist. Okay. Das, was ich hier an. So, ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Ich habe den einen blöden Schalter gefunden, den ich meistens vergesse mitzunehmen. In dieser dummen Mission. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich gesammelt? Ich glaube, der Run war jetzt überhaupt nicht gut. Alter, okay, hier meine. Okay, zwei nur. 11. Ich glaube, die 11 hatte ich schon vorher, oder? Oder war das jetzt nur der One mit den 11? Ja, das war auch schon drin. Es könnte sein, aber. Was Mingo-Saft? So, zur Not. So, das habe ich in der Zwischenzeit auch gelernt. Das Riesenmonster, was in der ersten Mission ist, das ist sehr schön feuerempfindlich. Achso, und das war noch nicht mal der Endboss. Hier ist der Endboss. Der braucht ein bisschen länger, ich geb's zu. Ah, und die Tür ist offen, sehr schön. Diesmal habe ich es geschafft. Okay, hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich habe gerade auch so sehen, 80 Brote gemacht. Naja, dann kriegst du auch welche davon. Ja. Brot klingt so, als könnte man das dann weiterverarbeiten zu Hamburgern oder sowas. Stimmt. Schau ich mal. Globe, oder? Ist ja gar nichts in den Kisten. Also so einen furchtbaren One, wie ich jetzt gerade hier in der Mission habe. Also ich bin schon sozusagen am Ende. Aber auch noch nie. So schlimm. Okay, jetzt nochmal ein Modul und die ganzen Billigwaffen, die interessieren mich eh nicht. Die werden dann einfach verkloppt. Aber so schlimm. Ja, okay, noch eins. Ich müsste jetzt für das nächste Upgrade auch genügend jetzt gesammelt haben. Ich weiß, wir haben genügend davon. Aber, ah, hier haben wir noch ein paar. Pack mal eine Menge Brote in den Kühlschrank, gell? Okay, von dem einen One habe ich jetzt 7 Manipulator-Module bekommen. Und 3 Tech-Cards. Und 11 Upgrade-Module, aber ich glaube, die 11 hatte ich schon vorher. Oder zumindest ein Teil davon. Aber die 7 und die 3, die müssten wirklich von dem One jetzt sein. Also das lohnt sich. Aber es ist nach kurzer Zeit auch ziemlich repetitiv und langweilig. Das glaube ich. Aber was ich in den Ones auch gefunden habe, war zum Beispiel dieses Penumbra, glaube ich, wird das ausgesprochen. Das, was auf den dunklen Planeten ist. Das waren irgendwie nur 4 Bahnen, vier Dinger, die müsste man dann halt zu 2 Bahnen machen. Aber das reicht ja, glaube ich, um irgendwie was freizuschalten.
Und ja, da war ich eigentlich ganz glücklich, 900 dass ich das Uranerz. bekommen habe. Wasser? Nee, Lava Base. Den Rest wollte ich ja aus unserem Inventar nehmen. Wir kriegen kein Dings, kein Diamanten, aber wir kriegen Titan aus dem Sand, eine Menge Tungsten, Rainbow Sand, Iron Ore, Tungsten, nicht Tungsten, sondern Durasteel und Prism Charts. Die sind, glaube ich, ganz wichtig. Davon haben wir noch nicht so viele. 75? Oh Gott, ist das. Ist nichts, ne? Ist nicht so viel. Ja, Wird mal Zeit, dass wir sehen. mehr davon bekommen. Ich habe hier oben mal die Küche hingepackt, wenn du was brauchst, wenn du was machen willst. So, ich würde mal gucken, was ich mir jetzt noch so freischalte. Erstmal hier besserer Manipulator. Gibt es Upgrade eigentlich Boost. so ein ultimatives EPP? Ich finde es blöd, Bestimmt. dass ich meins das verloren habe. Quantum Energy Pack. Heat Generator. Plasma Light Pack. Nee. Pressure und Oxygen. Oh. Das ist wahrscheinlich wichtig dann für die Dings, für die Gasriesen. Also das mit der. Aber ich sammle auch keine Madness auf. Ich habe nur ständig diesen Debuff oder Buff, wie auch immer. Vielleicht macht das mich verrückt, dass ich so eine Art Schleim-Hautanzug anhab. Ich kann noch mal Folgendes probieren. Ich setze das mal Stört auf das, dass mein kosmetisch. EPP weg ist? Wo habe ich den hingetan? Ich habe irgendwo hier Habe ich reingepackt. doch eins aus Versehen mitgenommen? Ich habe noch ein zweites im Inventar. Ach so, ne. Okay. Okay, ich dachte schon, wo ist das Wo? hin? Ach, da bist du. Swap. Na toll! Oh, jetzt haben wir den Kack wieder. Ich glaube, das kriegen wir von dem Mitarbeiter, also von diesem Minenarbeiter kriegen wir das. Ja, aber meiner ist zumindest unten. Da muss ich ganz ran. Da muss ich ganz nah an dich rangehen, das funktioniert dann. Ah, hier ist der. Ich leg das jetzt hier in die Flüssigkeitenkiste. Hab ich noch irgendwas doppelt? Das müsste ich ja so sehen. Das Ist hier das ist. deiner mit dem Energy Augment dran? Nicht, dass du jetzt irgendwie deinen weggibst. Ich habe einen ohne Augment, aber das ist auch egal. Habe ich noch Augment? Ich habe noch Healing 1 Augment. Das würde ich jetzt einfach mal dran setzen. Oder? Nee, ich wollte eigentlich irgendwas Leuchtendes haben. Den Lantern-Stick. Es müsste doch irgendwie auch ein leuchtendes Augment-Ding geben. War das denn ja auch eine Forschung? Ich glaube ja. Entweder Engineering oder Elektrik oder so. Hier sind Augmented Forschungen. Heat Shield, Cold Shield, Bio-Ur-Shield, okay. Physical. Plastik. Haben wir davon was? Defensive heißt das Ding. Improved Models. Reloader, okay. Das Wir klingt haben alles kein cool, aber nichts Plastik davon leuchtet. Feeding EPP. mehr. Aber das sorgt nur dafür, Huh. dass du so 50% weniger Hunger hast. Ja. Finde ich auch ganz cool, die Idee und so, aber Aether Immunity. Lethbeck Fluid haben wir nicht. Öl? Haben wir Öl? Ne, Öl haben wir nicht in großen Mengen. Aber dafür können wir einfach auf den Terraplaneten gehen. Genau. Ja. Irgendwas, was leuchtet und wo ich hin will. Das wäre jetzt zu erreichen. Carbon Dioxide und Wasser. Wow, ja. Ich brauche jetzt auch eigentlich gar keinen Cooling EPP, da kann ich eigentlich auch den. Soll ich gleich 210 Advanced Plastik machen, oder? Dass wir dann, dass, da wäre das Öl zwar leer, dann hätten wir doch erstmal eine Menge, glaube ich. Oder soll ich lieber nur ein bisschen, soll ich vielleicht lieber nur 105 machen? Um was geht's genau für eine? Advanced Plastik. Ja, mach Das ruhig. brauchen wir eigentlich immer, da würde ich gleich das ganze Ja. Öl für aufbrauchen. Juckt ja nicht. Und wenn wir, geht mal fix auf den Terraplaneten, dann haben wir jetzt auch genug. Kann das sein, dass ich gerade in deiner Nähe oder in der Nähe von deinem Haustier hier radioaktive Strahlung einfach bekommen habe? Ne, hier oben. Ich meine, der schmeißt auch ab, aber nicht so eine große Reichweite. Aber der haut, glaube ich, ganz schön rein. Ja.
Ich weiß gar nicht, was ich bei dir finde. Radiation, wo bist du? Ach, du hast doch, glaube ich. Achso, ich glaube, dein Radiation Pack reicht gar nicht. Das dritte, weil. Der haut, glaube ich, so ran, dass du. Der... Oh, okay, doch, anscheinend schon. Weil manche. Ja. Auch extra ein Augment für. Was war das? Cooling reicht bei mir nicht, weil ich so eine heftige Hitzeempfindlichkeit habe, dass das nicht geht. Stimmt. Ja, was brauchen wir dafür noch? Oh, was ist denn das? Eine Mikrowelle. Ah, verbessertes Lagerfeuer. Konnte man das upgraden? Nee, leider nicht. Das würde ich dem Spiel zutrauen, dass... Konnte man das Lagerfeuer upgraden? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ne? Nee, aber... so im Stil davon, weil das auch die gleiche Größe hätte und weil das irgendwie so witzigerweise in das Thema von Fucking Universe reinpassen würde, dass das alles geupgradet werden kann. Ja. Ich mache erstmal alles, was bei mir verfaulen kann, zu präparierte Nahrung. Also so gebackene Kartoffeln und diese Bärenschüssel mit... Bärenschüssel. Ja. Purpy ist also Bohnen. Also eine... Bohnensuppe. Burpees. So, was haben wir denn hier? Das war ein Savannah-Planet. Achso, da kann ich jetzt gucken, welche Subbinome du hast. Mal sehen. Kristalliner Swamp, ein Warzenfeld, ein Pitchfield. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich würde jetzt einfach mal hingehen. Weil im Zweifel müsste es dort so oder so Öl geben als Savannenplanet. So halber Wüstenplanet. Würde mich jetzt nicht mal wundern, wenn ich jetzt mein Cooling-EPP brauche. Okay, ich habe jetzt mal überlegt, ob ich beide das Immunity-Field-EPP mache, dass es gegen alle möglichen Sachen erstmal immun macht. Also alles, was hier Extreme Heat, Cold Radiation, Liquid Nitrogen, bla bla bla. Das klingt Gas cool. Und Protopoison. Brauchen wir aber zwei AI-Chips easy, zwei Advanced Circuits easy, zwei Ultronium-Rod, Hammer nicht, Deuterium Rod, zwei Hammer. Dann dieses Noxium-Bar, brauchen wir zwei und halt ein Tech-Card. Das heißt, mal sehen. Ach, Liquid-Fight-Kristall habe ich jetzt gesammelt. Okay, ich bin direkt auf dem. In der Kristallwüste gelandet. Das sieht halt aus wie eine Mischung aus normaler Wüste und dem Kristallplaneten, auf den ich sonst immer gerne unterwegs bin. Und hier gibt es einen riesigen See von diesem Liquid-Quistified. Ich weiß nicht, was ich damit will, aber. Ach so, erstmal sammeln. Liquid-Fight-Crystal meinst du? Genau. War das nicht gut für Dings? Für die, wie heißt das? Ich muss überlegen, für die. Es kommt mir so vor, aber ich kann es auch nicht direkt zuordnen. Ach, hier, das. Ach, in der Zwischenzeit. Der Planet war ja so eklig, weil der hier alt war und teilweise die Stelle, wo ich hin wollte, war sehr relativ. Das heißt, ach, das ist meine Taste für Nummer 1. Ich bin ja auch auf einem Terra-Planet, also wenn wir Öl brauchen, dann kann ich das holen. Ah, okay. Und Terra ist hier auch. Hier sind irgendwelche bunten Kristalle. So, ich muss mal kurz. Radius. So, kann ruhig ein bisschen größer sein. Ich liebe diese Waffe, ey. Einfach alles niederbrennen. Der normale Flammenwerfer oder ein Spezialer? Hier, was ich an meiner Waffe dran habe. Oh hier. Der hat einen Avian, eine Mission für mich. Ah, okay. Flooded Ruin. Ich habe auch mal so ein bisschen geguckt. Es gibt viel, viel mehr Missionen von Fucking Universe, als ich das ursprünglich gewohnt war. Das ist auch schon schön eigentlich. So. Ja, ist eine Menge drin. So. Bisschen schade, wenn ich das Zeug hier im großen Stil abbaue, dass dann alles dunkel wird. Weil diese Flüssigkeiten leuchten ja wunderschön und macht das hier auch ein bisschen interessanter. Und dann sauge ich das ein und dann ist gar nichts mehr davon übrig. Okay, das müsste nur Thorium sein. Davon. Oh, hier ist eine Kiste. Ah, verdammt. Nervt dieser Terra-Effekt. Ich werde mir dafür keine extra EPP bauen. Das ist mein eigener Schleim, der hier so rumhüpft. So, was habe ich hier? Irgendwelche Baupläne? Baupläne lerne ich eigentlich standardmäßig immer.
Meine Schleimer machen einfach die ganze Umgebung kaputt und deswegen hier jede Menge Loot, den ich sonst einfach hätte liegen lassen wahrscheinlich. Oh, ich habe ein neues Mitglied. Oh. I have an offer for you. Ach, ich habe hier gerade so eine Mission gemacht, wo ich so einen Typen jagen muss und die geben doch manchmal auf. Ja. Outlaw. Oh, geil. Ach stimmt, hier. Ein Outlaw ist sehr gut, dann kann ich... Ja, dann nehme ich... Ja, Problem. Nein, nee, dieser komische Miner, den wir haben, der gibt uns Energiebuff und, wie heißt das? Das ist ein Federeffekt, aber absolut nervt. So, die Kristallwüste habe ich jetzt eigentlich schon genug gesehen. Ich würde jetzt einfach mal gucken, dass ich so schnell wie möglich zum nächsten komme. Wie baut man so ein komisches... Weißt du noch, wie man so ein Bett baut? So ein billiges Schiffsbett? Das, was als für Crewmitglieder zählt. Ja, war das an der Werkbank? Ja, aber diese speziellen Betten, glaube ich zumindest, die hingen auch an der Schiffsforschung. War das ja. Engineering? Wenn man es nicht gleich sofort freischaltet. Weiß auf jeden Fall, dass man sich diese billigen Dinger auch craften kann. Okay, stimmt. Ja, meinte ich auch, dass das irgendwie Alien so gewesen Bett, wäre. Sharpbett, nee. Hier waren die nicht dabei. In Captain Chair kann man doch mal nachträglich bauen. Das war die Mech-Technik. Irgendwelche Vehicles. Oh, macht das Schaden, ey. Shipcrafting. Okay, was braucht man dafür? Silicon Boards und ein bisschen Liquid, Aqueous Fuel. Das sind auf jeden Fall die ganzen normalen Crewplatten mittendrin. In der Forschung, Shipcrafting von... Was ist das? Wo bin ich hier? Engineering. Engineering, dann da, wo die kleine Rakete ist und dann von der Rakete aus rechts nach oben. Silicon und... Will ich das gleich machen? Wo ich bin hier schon... Es gibt halt so ein Bett, was man sich craften kann. So ein richtiges Billo-Bett. Okay, das habe ich gerade nicht... Crappy Crew-Bett. Wo ist das? Bios only. Also hier... Ah ja, okay. Aber wo finde ich das? Weiß ich gerade auch nicht. Ah, ich habe hier eine Mission von einem... Hat's meinen Freund? Nö. Mal schauen. Crappy... Crew... Bad. Stop. Ah, guck mal, die ist. Oh, craft ich das? Ich habe das nämlich schon 1000 Mal gesehen, aber... Das... Hab's vergessen. Okay. Ach, beim Machining Terminal, also der hier. Hier und dann. Hier, Crappy Crewbed. Upgrade Modul, Iron Bar. Was cool wäre, könnte man sich so, ja, ist das Rezepte anheften, weißt du? Wenn du solche was craften willst, dann ist es halt... Ah, stimmt. Dafür gibt es einen Mod, glaube ich. Echt? Boah. Der ist sehr cool. Boah, die so einen Notizblock macht und dann kannst du jedes Mal deinen Notizblock angucken. Genau. Oder was ich tatsächlich auch gerne nutze, ist... in Steam selbst gibt es so eine Funktion mit Shift und Tab. Und dann gibt es so einen kleinen Schreibtisch, der heißt Notizen. Da kann man sich Notizen reinschreiben. Süße, dass das gibt. Aber da darf ich jedes Mal Sachen reinschreiben, ja, ist halt auch ein bisschen komplizierter als einfach so. Dieses Notizheft habe ich sehr viel bei City Skylines benutzt. Einfach so. Ist auch ein süßes Ding. Ein süßes Feature. Mhm. Ist halt ein süßes Feature, was du halt nutzen kannst, wenn du es brauchst, ne? Mhm. Was ja. Brauchst du? Ein Upgrade-Modul. Ah, der verkauft mir Sachen. Aber verkauft er mir Dinge, die ich brauche? Der verkauft mir hauptsächlich Dekorationsdinge. Hunger minus 20, das klingt cool. Chickens Farmer. Okay. Der verkauft mir hier viele Sachen aus dem Lucy-Mod. Was eigentlich auch mal interessant wäre, wieder den zu besuchen. Können wir eigentlich auch machen. Die fertig machen. Haben wir nämlich vor 3 Jahren gefühlt angefangen und einfach nicht mal weitergemacht. Ich glaube, das bringt auch nicht so viel.
die Quest glaub, zu machen, außer dass du halt ein paar Belohnungen kriegst. Aber die sind ja auch erstmal interessant. Gibt man eigentlich so ein paar Dings für erstes, so ein paar Eier? Ja. Irgendwie so Mystery Boxen mäßig. Ja. Sind wir bei EA oder was? Ja, die machen sich alle drüber lustig, aber eher in dem Sinne. Ja, verstehe ich. Ah, jetzt ist es doch einfach mal so. Kann ich mehr als. Okay, hier. Wer geht jetzt weg? Okay, dann bleibst du hier, Ash, und du kommst mit. Jetzt habe ich so einen richtig starken Kämpfer. Ja, sehr schön. Und eine, die Immunity, wie heißt das? Ah, oh, es fällt mir nicht ein. Immunity gegen irgendwas? Gegen Insanity. Das ist sehr stark. Leider geht das nicht auf dich, das finde ich blöd. Aber ja. Die habe ich gefunden. Bei den Avian hast du doch manchmal diese Sarkophage, wenn du, ja. Wenn du mit denen interagierst, schreit doch manchmal so einer da drin. Mhm. Wenn du das oft genug klickst, dann holst du raus. Und das ist mir einfach passiert und habe ich die bekommen. Das war sehr nützlich. Das okay, ich wusste nicht, dass das so funktioniert. Also manchmal findet man da nicht anscheinend. Ja, die Arme sind eingesperrt. Ja. Ich dachte, das wäre einfach nur ein makaberer Witz, aber ich wusste nicht, dass man da tatsächlich jemanden raus befreien kann. Aber das ist Vanilla. In Vanilla schreien ich schon in dem Dark Park rum. Ah, okay. Aber rausholen kannst du nur einen Black Universe davon. Dann sehr cool, weil dann hat man nämlich auch mal die Möglichkeit, anderweitig Leute zu bekommen, außer dauerhaft 1000 Missionen zu machen. Für die. Mhm. Das war mein Plan. So. Ach stimmt, ich bin ja runter, wollte nach dem Zeug suchen, dann bin ich extra wieder hoch, nur um den Typen mitzunehmen. Ach, das muss ich ja wieder wechseln. Antipsychotik. Antipsychotics. Plus 25 Mental Protection. Ah, oh, cool. Mysterious. Blech. Hier so ein makaberes Zeug bekommen. Ja. Passiert öfters in dem Spiel. Ja. Ah, ich glaube, ich komme in das nächste Biom bei meinem Planeten. Der hat einen schönen Hintergrund, aber. Ah, der besteht aus Zellen. Das Biom. Was ist aus Körperzellen, oder wie? Ja. Lecker, lecker. Ah, wie krass der ist, der Typ. Scheiße, jetzt bin ich ins Öl gefallen. Teer kann man doch bestimmt extracten für Öl, ne? Ich glaube schon, ja. Okay, gut. Und Teerblöcke bestimmt auch für Öl. Oder bestimmt auch Teer und dann links. Hm. Jo, der hat halt einfach Raketenwerfer. Ja, warum nicht? Ja, na, der Typ, den ich eingestellt habe, der schießt mit dem Raketenwerfer rum. Der hat anscheinend nichts zu tun. Na doch, mit dem Raketenwerfer rumschießen. Ja, stimmt. Kann ich das vergessen. Ja, irgendwas macht hier Feuergeräusche. Das ist ein bisschen. Das und das. Und jetzt geht's los. Alles verbrennen. Der Ölplaneten, wenn die USA den sehen würden, dann. Ja, wird aber ganz schnell liberalisiert. Ja, nein. Demokratisiert, ja. Ah ja, das, so heißt das heute. Die machen teilweise echt Schaden. Ach, das ist ja so ein Dings hier, so ein. Bin ich denn jetzt? Eldritch. Ich bin da gar nicht gestorben. Ich bin. Ich dachte kurz, ich wäre gestorben. Ich über diesen Elder. Aber irgendwie wurde ich ganz dunkel. Mhm. Ach so, wahrscheinlich wegen der Insanity, oder? Das könnte sogar sein. Der Buff kommt und geht einfach mal spontan. Energy Orb Sapling. Oh, hier ist ganz viel. Ich hab hier nochmal so. Ich nehme mal diese ganzen Bienen mit, gell, die ich hier finde. Gerne. Freue ich mich, danke.
So. Kann ich mir zufällig so ein Cooling Pet Collar umlegen um Hals? Nee, gell? Nee, ich überlege gerade, ob es irgendwas in der Richtung gab, aber ich wüsste jetzt nicht aus dem Kopf. Problem ist halt, der Planet ist extrem heiß und diese Elderstone extrem radioaktiv. Wenn ich drauf lade, bin ich fast tot. Das ist nicht so cool. Jetzt muss ich mich ganz dagegen halten. Da habe ich vielleicht auch was zu essen, was mir das wegmacht. Ich habe gerade Saft getrunken. Okay, die scheinen freundlich zu sein. Okay, das sind. Ich bin gerade auch so freundliche Menschen gestoßen. Freundliche Menschen. Ja. Also so eine Menschensiedlung. Ich weiß gar nicht, ob die auch aus dem Grundspiel waren. So eine Zweller. Also ja, die haben hier. Das Grundspiel. Die fand ich sehr cool. Mhm. Die kann man halt auch alle mitnehmen. Ich glaube, man kommt ganz gut gegen diese Hitze an auf dem Planeten, bei der ich bin, indem ich einfach ganz vollgefressen bin und dadurch halt immer heile. Das muss ich, glaube ich, ganz gut gegen. Ja, mache ich in der Regel auch. Aber vollfressen. Ah, hier ist so eine Salditenschüssel mit so einer extra Mission. Ich probiere die mal. Ich glaube nicht. Ich meine, jetzt hast du ja ein bisschen mehr Kontrolle über deinen Charakter im Vergleich zum Steam Deck. Ach, das ist keine richtige Mission, sondern das ist mehr so ein. Ach, so eine Himmelsbasis oder wie? Genau. Da bekommst du, da findest du, glaube ich, so ein Ding, so einen Amboss, in dem du deine Sachen upgraden kannst. Ah, hier ist ein Fruchtsalat. Jump Height, Run Speed und Max Energy. Das kann ich jetzt endlich lesen, was die ganzen Geschichten machen hier. Und ein dekorativer Helm, meinetwegen, nehme ich mit. Was cool wäre, ist, wenn man innerhalb des Planeten ein bisschen weniger Hitze-Debuff hätte, also dass man so ein bisschen abkühlt da unten. Bei Wüstenplaneten funktioniert das. Ah, okay. Vielleicht funktioniert es ja auch hier. Oh, was ist das hier? Eine Basis. Oh, so. Ach doch, hier war es schon. Das ist hier diese. Wie heißt das? Diese Okkultisten-Bande da hier. Die hier. Natürlich, die habe ich ja schon getötet. Ah, hier ist der Amboss. Ah, hier kann ich Sachen ich, mit. Ich weiß, warum du meinen Rucksack hattest, weil du warst doch dann auch bei dieser Okkultistenbasis drin und ist dir fast verbrannt. Da habe ich sie dir doch fix gegeben. Ja. Was war da? Interessant. Hier kann ich Sachen mit diesen Essenzen upgraden. Ja, stimmt, aber ich glaub, davon haben wir, glaube ich, noch gar nicht so viel. Ich habe davon 800. So richtig viel kriegt man die erst im Late Game vom Grundspiel. Ja. Kann ich mit meistens dem bei diesem komischen Typen, der so vermummt ist. Genau. Ist da muss man irgendwie machen. Schlüssel. Also der verlangt immer irgendeinen zufälligen Gegenstand. Und dann muss man den Schlüssel geben. Und diese Schlüssel ermöglichen es dann, dass man so einen Spezialdungeon betreten kann. Ja. Ja, jetzt ist der Satellit weg. Aber hier wäre ich sowieso nicht mehr hingekommen. Nicht gebuddelt wie Schwein. Ich hab hier nichts drin, das ist ja traurig. War ich nicht der Erste, der hier so. Ist da was drin versteckt? Was bringt eigentlich diese Bienenwaben auseinander, sag mal, zu extracten? Hier diese Black Bienenwaben da. Außer Rohstoffe jetzt nicht so viel, glaube ich. Also je nach Bienenwabe sollte dann irgendwelchen anderer Kram drin sein. Wieder so eine krasse Queen, also haben wir jetzt schon mal zwei, das ist glaube ich ganz gut. Mhm. Aber ich glaube, die gibt einen Slime-Effekt, wenn man die fängt. Das kann sein. Was ist das? Wie lange habe ich denn noch? Boah, Slime-Effekt ist so lang und nervig. Oh, sie ist weg. Nee. Jetzt mal dahinter, so, komm her. Und eine Drohne. Man braucht eine Drohne und eine Königin, gell? Um ein Volk zu ziehen. Okay, wir können ein Volk ziehen.
Der ganze Planet brennt. Heilige Scheiße, zum Glück bin ich unterirdisch. Also hier ist halt dieser Feuerregen. Mein Planet ist relativ harmlos. Aber... Oh, eine Kiste. Ach, also mein Planet, da regnet das Feuer, da wachsen mir 3000 neue Füße an meinen Füßen, wegen dem radioaktiven Stein. Ach so, ja. Also alles easy, alles entspannt hier. Ich dachte wegen Insanity, das könnte ja genauso sein. Nee, zum Glück nicht, aber dafür habe ich ja hier meine Tante, die mich da immun macht. Nur ich frage mich halt, sind das feste Abstände, die einen Buff geben, oder ist das random? Das also zum Beispiel dieser komische Miner, den wir haben, der gibt uns ja diesen Federeffekt, also diesen Magneteffekt. Wie lange? Also wann? Ist das zufällig oder jedes Mal, wenn ich auf Schiff sind? Ahnung. Weil das ist halt gut möglich. Okay, Schallschaden kriege ich trotzdem. Nein. Toll. Ich glaube sogar, dass der Weg zum Quantum Manipulator gar nicht mehr so weit ist. Das ist möglich. Wir brauchen nämlich nur noch Liquid Metallic Hydrogen. Ah ja, das war da, also wo wir... Wir haben ja schon Metallic und dann Liquid davon. Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Findet man bestimmt auf irgendeinem Gasriesen oder sowas. Das klingt auch so, als könnte man das aus der Chemie erforschen. Also das der stimmt. Chemie... Forschungszweig gedöns. Muss ich mal heilen. Oh, ja. Du auch. Ja, ich bin gerade am Medikit reinhauen. Aber das bringt gar nichts. Scheiße. Extreme Heat. Ja, voll. Ich höre was um. Aber ich sehe nichts. Nämlich, ich sehe so gut wie gar kein Insekt auf meinem Planeten. Oh, hier ist so ein komischer. So eine komische Krabbe, die explodiert dauerhaft und rumschießt. Ja, das kann nervig sein. Viel Spaß damit. Ach, da kümmert sich mein Typ. Cool. Aber jetzt der checkt hab ich das ja in. Okay, der weiß nicht, wie er funktioniert. Der lädt die ganze Zeit seinen Hammer nur so zur Hälfte auf und lässt ihn dann wieder fallen. Also der macht keinen Schaden mit seiner Nahkampfwaffe. Ich glaube, der weiß nicht, wie die funktioniert. Ja, das klingt so ein bisschen, als wenn das so halb verbuggt wäre. Als wenn er die Waffe nicht so benutzen könnte, wie ihn das Der versucht wahrscheinlich, das Ding als Schwert zu benutzen. Oh, das geht aber ganz aufs Maul, mein Typ. Und hier war wieder so ein Wurm. Aber die Würmer sind echt wenig erschreckend geworden. Ja, zumindest die, wo du gerade überlevelt bist. Ich bin halt auf einem Tier 6 Planeten, glaube ich. Ja. Oder auf einem Tier 5. Ich glaube, es ist halt meistens einfach so ein Ding, von dem konstant Schaden macht und halt auch alles mitnehmen. Nicht nur den Kopf, sondern den ganzen Körper halt. Da macht man, glaube ich, gut Schaden. Okay, ich bin... Welchen Tier sollte der Planeten haben? Vielleicht habe ich einfach schon zu viel Debuffs. Du bist fast tot, oder wie? Nö, aber ich habe... Gefühlt brauche ich immer länger, bis die Viecher weg sind. Also bis irgendwie hier was passiert. Healing Collar 2. Wisst ihr was? Das kriegst du jetzt mal. Okay, hat sich trotzdem erneuert. Immer noch dieses scheiß Lasmobrosium gefunden. Das soll doch hier sein. Und das ist auch ein Eldritch Forest. Wo ist das? Horrid Armor. Chimatic Force und Abhorrent Armor. Oh, so, ich dachte, das wäre ein Bauplan. So, Elder Sign. Crafting Material. Oh. Cool, das klingt teuer und wichtig. Der Wurm wurde da weggebraten, der Loser. Wo ist er? Ja, ich. Huch. Eine Biene, die ist weiß. Ach,
Nochmal so. Ah, jetzt bin ich im Zabium auf meinem Planet, nachdem ich den quasi fast schon umrundet habe. Hey, was sind die Tagemänner hier unten? Ich hab schon wieder meine Waffe gedroppt. Das kann doch nicht sein. Gibt's einen Knopf irgendwie? Pixel, ja, läuft flüssig. Ich überleg grad. Zu der Zeit, was hier bei mir im Chat steht, glaube ich, war ich noch nicht online. Dann ist das wahrscheinlich vom letzten Mal. Soll ich mal schauen? Was steht denn da? Ich sehe ja quasi noch den Chatverlauf von sämtlichen Streams, nicht nur von dem jetzigen. Achso, also aktuell steht nichts drin. Außer jetzt. Du wurdest gerade Ich wurde gewaitet. Cool, danke für den Wait. Ich sehe bei mir selbst jetzt noch erstmal nur einen Zuschauer. Ich bin gespannt, wie viele da gleich noch dazukommen. Oder vielleicht ist es auch ein Wait nur mit einem Zuschauer, dann ist es mir auch recht. Dann auch dafür vielen lieben Dank. Oh, Knochen. Stimmt, ich sollte ja dem einen Typen hier auf dem Planeten Knochen mitbringen, wo ich aus Versehen den Auftrag angenommen habe. Aber das... Scheiße, was sind das für Tentakelmänner hier? Ja, da ist noch mehr TR und noch mehr Knochen. Es sind ein paar mehr, die Raiden sind. Oh, 8 Leute. Oh, vielen lieben Dank. Ich spiele das Spiel auch gern, ja. Also, wir spielen hier... Cool, da wurde wieder ein Collar gedroppt. Healing Collar 2, das haben wir ja schon. Ja, wir spielen gemoddetes Starbound mit hauptsächlich Wrecking Universe. Und ursprünglich auf dem Steam Deck, aber das ist der erste Stream, wo ich ohne Steam Deck spiele. Aber... Für alle, die die Serie vielleicht schon vorher kannten. Oh, ich komme hier nicht hoch. Ich bin hier unten auf diesen Matsch gefangen. Habe ich irgendwie was, mit dem ich mich hocharbeiten kann? Ich habe Holz. Habe ich, ja genau, ich baue mir jetzt mal ein paar Plattformen. Wenn ich die richtige Taste erwische, das ist sie. Meine Tiere machen mir so die Arbeit, ey. Also meine eines Giftvieh, oh mein Gott, was krieg ich für Schaden? Krank. Okay, es geht langsam los hier. Hier ist so ein Pop-Top, das eigentlich komplett übertrieben ist. Das kann passieren. Was ist das für ein Pop-Top? Junge, das hat richtig lang gelebt. So, was schreiben die Leute so? Respekt so, hallo, spiel auch gern. Diet ist auch da, XD. Also auch hallo, Diet. Ich sag nur, Respect for Small Streamers, Jir. Okay, vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung. Freue ich mich sehr. Aber... ich hoffe, die Unterstützung ist dann auch noch da, falls ich nicht mehr so klein bin. Ich glaube zwar nicht, dass das wirklich passieren wird, aber ich sag nur für den Fall der Fälle. So. Ich glaube, mein kleines Fliegeviech ist jetzt gerade ein bisschen im Weg. Komm mal da weg. Ich will... Gut, ich hätte auch irgendwo anders hinsetzen können, aber es geht mir jetzt mehr darum, dass ich mir auch selber im Weg stehe. Ich würde gerne so einen Pop-Top fangen. Weißt du, kann man diese Bälle auch leer machen? Dafür gibt es jetzt wieder einen extra Mod. Ansonsten, wir können, glaube ich, auch die Bälle kaufen auf dem Wissenschaftsaußenposten. Ich habe nämlich wieder so ein extrem krasses Pop-Top. Oder hast du zufällig einen Ball? Ich glaube jetzt spontan gerade nicht. Oh, weil die sind so krass, ey. Die halten nichts hilfreich aus und die schießen die ganze mit Feuer. Das sind sehr gute Kumpanen. Ich wollte sowieso gerade mal woanders hingehen. Oh mein Gott, ich wäre gerade fast gestorben. Heilige Kacke. Ich hätte gerade wirklich ein Leben gehabt, eine Sekunde weniger und ich... Also bin gestorben. Ich guck mal gerade nach Bällen. Und dann würde ich dir gleich einen schicken. Nur wenn du es schaffst. Also nur wenn. Wobei ich gehe, glaube ich, von den Planeten runter, das ist ja geisteskrank hier. Hier sterbe ich dann bald. Ey. Wo ist denn der. Ach, da unten. Da wo die unauffälligen Capture Balls sind. Capture Pots. Ich kann mir einen leisten. Aber okay, die sind nur mit Pixeln, also theoretisch könnte man unendlich viele davon haben. Also wenn du Bock hast, können wir uns so eins füllen. Ja, mach mal. Beam to ship. Können wir uns so eins fangen. Das ist echt stark. Hab ich das? Okay, da. Und dann... Aber zieh das Cooling EPP an am besten. Ups. Ja, gleich. Und du stehst auf dem radioaktiven Stein, glaube ich, drauf. Also Cooling und oder Radioaktivität. Wo ist denn die Radioaktivität? Wo ist denn mein Cooling? Ach, ich habe den Cooling schon auf. Okay. Es wird mir trotzdem... Achso, ich wollte erstmal den Ball wegschicken. Q. Hier. Ach, nee, jetzt... Warte. Mach nochmal.
Manchmal funktioniert das. Manchmal kriege ich den noch. Ja, haben. Okay, cool. Ich versuche mal fix einzufangen. Willst du den haben oder willst du dann meinen alten grünen haben? Kann man eigentlich auch so einen Wurm fangen? Kann man eigentlich auch so einen Wurm fangen? Ich glaube die nicht. Also wären wir jetzt neu? Elder Soil. Ah, hier ist. Hier ist so eine Speedbiene. Scheiße. Ach nö. Die Biene ist jetzt gerade an meinem Viech gestorben. Oh nö. Nee. Das ist ärgerlich, sehr ärgerlich sogar. Komme ich hier durch? Ach nee, Moment, die Taste, die. Nee, ich komme nicht hier durch. Okay, ich habe gerade extreme Performance-Probleme, weil der Planet die ganze Zeit hier den Hintergrund wechselt. Ja, ich stehe gerade hier am Rand. Ich gehe auch mal wieder weg von dem Planeten. Also ich stand jetzt wirklich an dem Rand, wo auch bei mir gerade der Hintergrund mehrfach gewechselt hat. Hab so einen Ball, also ein Ding. Defects Flames constitute not an ideal indoor pet. Ja, das glaube ich. Mal sehen, ich guck mal kurz in den Chat. Doch. Ach, das ist noch zu dem. Vielen Dank. Spekt vor mit Mods zu zocken, ich krieg das nicht so hin. Also, es ist Gewohnheitssache. Man muss sich halt langsam aber stetig in die Mods reinarbeiten. Also ich würde sagen, bei Mods ist halt wichtig, wenn ich kurz darf, dass man halt mit dem Grundspiel auch erstmal zurechtkommt. Ja, auf jeden Fall. Starbond, das ist halt übel, das ist halt sehr wichtig, sonst versteht man nicht, was man tun soll. Ja, aber dann versteht man meistens trotzdem nicht, was man tun soll, wenn man wieder mit Mods anfängt, weil die ja auch dann anders sind. Was ist denn das für ein Viech? Lass mich in Ruhe. Kann ich den mit dem hier kaputt machen? Ich sehe halt auf Twitch ein, dem gucke ich immer zu, der hat ja 1000 Mods wirklich, der hat teilweise 500 spielbare Rassen und so Zeug und er weiß gar nicht, was er machen soll. Weil es viel zu viele sind. Also ja, das ist mein Hauptproblem eigentlich, deswegen versuche ich eigentlich erstmal irgendwann, es wird lange dauern, Fucking Universe zu beenden oder so ähnlich. Falls man es überhaupt beendet. So. Moins Morf, was geht bei dir? 24 Upgrade-Module brauche ich jetzt noch für den letzten Meta-Manipulator-Schritt. Irgendwas anderes, was ich noch upgraden möchte und was sich lohnt. Achso, Upgrade-Module selbst würde ich jetzt nicht dafür verschwenden. Das Ding würde ich gerne. Mal gucken. Dachte, ich gönne dir was. Okay, vielen Dank fürs Gönnen. Schau mal eine Weile für dein Zeug. Hast kleine Unterbrechung drin in deiner Audiospur. War nur kurz. Kann auch sein, dass ich kurz aufgehört habe zu reden, wenn ich sowas ähnliches wie jetzt gerade. Wenn ich kurz so Sprachhänger habe, dann kann das durchaus sein, dass ich also ein bisschen abgehackt einfach nicht weiß, was ich sagen soll. Weil ich jemand bin, der sich sehr schnell gerne ablenken lässt. Okay. Energy Collar. Boah, dieses Ding ist so krank, ey, wirklich dieses Teil. Wir haben mal so ein paar kleine Fenerox. Und eine neue Blume. Aber die würde ich denen lassen. Ich zeig dir mal mein Tierchen, das ist super krass. Warte. Ja? Ach, du bist da oben. Ja, kannst du mal einrufen. Ist ja, so, hast du ja, weil ich nicht aufgepasst habe. Ist das Gegner? Hier ja, hier oder? Sind, für eine Mission muss ich jetzt hier gleich jemanden befreien. Das passt eigentlich ganz gut. Also helfe ich dir am besten auch gleich. Ja, okay. Die sind gar nicht so einfach hier, oder? Du hast doch eine wesentlich höhere Rüstung als ich und du one-shottest die trotzdem nicht. Naja. Also mit dem Flammenwerfer ist da eh alles. Ja. Ja, ich bin hier auch mit dem Flammenwerfer unterwegs. Aber ich brauche ein bisschen länger. Also es ist gut, dass ich dir helfe, wa? Ja, ich hätte es auch so geschafft, aber es hätte halt ein bisschen länger gedauert. So, hier. Ich mach hier mal das Licht an. Was können? Stimmt dich in der Fackel. Ich höre so einen Vogelgezwitscher. Das ist der Planet hier, oder? Ich weiß nicht, bestimmt. Die by my sword. Zack. I'm still alive, you saved me, thank you.
Okay, jetzt soll ich den Typen sicher nach Hause bringen. Ich glaube, das muss man machen, indem man sozusagen den Planeten nicht verlässt. Ja, du musst ihn zum Dorf einfach wieder begleiten. Ja, das mache ich jetzt so nach und nach. Damals hat es funktioniert, da bist du einfach schnell zurückgerannt. Ja, aber jetzt sterben sie teilweise ja vorher. Ja, ich glaube, die können durch Umgebungsgegner sterben. Das ist mehr oder weniger jetzt noch eine Escort-Mission, wenn man es ernst nimmt. Ja. Ich guck mal weiter durch, vielleicht bin ich auch was Cooles für dich noch. Stimmt. So, und in dem gleichen Dorf waren auch, glaube ich, noch ein anderer Auftrag, wo ich irgendjemanden noch mitbringen sollte. Die habe ich ja jetzt zufällig auch gefunden. Ich glaube, wenn ich zu weit weg bin, dann teleportiert er wieder zu mir. Das Ganze sind Lichter aus. Hast du die ausgemacht oder waren die einfach aus? Wahrscheinlich war das einfach hell. Das war einfach wahrscheinlich hell, weil wir die ganze Zeit mit den Flammenwerfern umhergeschossen haben. Ja, stimmt. Stimmt, wir haben ja deren Grabstätte mehr als geschändet. Ja, schon irgendwie. Eigene Schuld. Einfach keine Leute kidnappen. So, komm mal mit hier. Das ist doch... Okay, er teleportiert sich. Irgendwie war das jetzt zu schwierig, aber... Wenn ich einfach weit genug von ihm weg bin, das ist... Stell dir vor, man müsste die einfach... So Smurf Wegbauen ist jetzt bei mir auch im Chat. Hallo, Smurf bei mir. So. Achso, ich weiß nicht, ob ich das... Huch, die Taste wollte ich drücken. Ja, ich muss mich auch immer noch eher an... daran gewöhnen, dass ich... hier die Dingens schnell... Oh, hier ist eine Kiste, cool. Da kann ja immer noch was Cooles drin sein. Ist es überhaupt nicht. Wechseln. Ne, Moment. Das. So, jetzt sind wir wieder mit dem Flammenwerfer unterwegs. Weißt du eigentlich, wie diese Schadens... Indikatoren bedeuten? Also wie die funktionieren? Zum Beispiel mein Pop-Top hat 17 Schaden. Was heißt das? Ist das ein Multiplier oder... Ich glaube 17 Schaden pro Angriff, aber was genau damit gemeint ist, wenn die Spezialangriffe haben, gilt das ja auf jeden Fall nicht mehr. Ich sag mal so, Durchhaltevermögen ist eh meiner Meinung nach wichtiger, weil die halt einfach dann... Na, der Typ ist gestorben. Oh nee. Guck mal, hier sind Giraffen. Die von Dings. Was für ein Schild. Ah, von der Beta-Version. Yes. Die kann man bestimmt auch fangen. Hier ist irgendeine Biene richtig schnell rum, ich versuche sie mal zu fangen. Genau so eine Biene habe ich aus Versehen gerade umgebracht bei mir. Als ich bei dir auf dem Planeten war für 2 Sekunden, da habe ich auch so eine wahnsinnig schnelle Biene gesehen. Ich spawn ja die ganze Zeit ab und zu diese kleinen Slimes und genau so eins hat da zugeschlagen. Oh nein. Als ob ich die angreifen. Sind die so aggressiv oder was? Moment mal, ich merke gerade. Nee, doch, der ist noch da. Und der hat noch volle HP. Mein Haustier hat sich irgendwie auch lange Zeit nicht gemeldet. Ich dachte gerade, der wäre mitgestorben mit dem Typen da. So, zum Glück stand da in dem Text, dass der irgendwo anders respawned ist. Ich weiß zwar nicht wo und wie, aber die Technologie ist ja in diesem Universum prinzipiell da, also alles halb so wild. Der ist irgendwo anders jetzt. Dieser Pop-Top Wasser Spitzen kreieren, wenn es adoptiert, in dem Sinne, dass es einen, sag ich mal, wahrscheinlich davon abhält, dass wir brennen oder so. Ist irgendwie cool. Also auf jeden Fall entsteht Wasser, wenn das Ding angreift. Mit Feuer. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ist irgendwie cool. Hier ist Agaran Sellsword Contract. Guck mal, hier ist ein Contract. Hires an Agaran Sellsword to fight alongside you. Gives 10% Poison Resistance. Was ist ein Agaran? Das ist eine von den Modrassen. Ich glaube, das sind so Drachentypen. Ich hab den mal gekauft, dieser komische Contract. Das ist ja ein Performance, ja. Das war cool. Oh, ich merke gerade, ich habe Hunger. Und mein Apfelsaft ist schlecht geworden.
Mal gucken, was ich noch so zum Essen habe. Ah, ich habe noch einige Sachen. Du hast ja vorhin gefragt, was da so zwitschert in der, im Tempel. Das ist mein Pop-Top, der singt. Ah, das... Ja stimmt, die haben auch unterschiedliche Gesangssachen, wenn die durch fucking Unimos gemordet wurden. Dann singen die nicht so diesen normalen Pop-Top-Song, sondern dann haben die auch andere Sachen. Das ist cool. Oh, da ist eine Biene. Ja. So, wie lange ist denn das jetzt hier hin? Ach, mach ich so durch. Sammelst du eigentlich auch Bugs? Also diese Käfer im Glas? Also nicht wirklich. Ah, verdammt. Okay, das war... Das sind echt die Fenrocks. Die kann man, das ist ja auch eine Rasse, die man nicht spielen kann im Vanilla und hier schon. Boah, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf heraus, aber Richtung auch Wüstenbewohner, also Hitzeresistenz und ich glaube Speere und so weiter. Und von... Ah, die klingen süß. Ja. Ich habe hier nämlich welche gefunden. Ich mochte die immer gerne, weil die so niedlich sind. Ja. Was ist denn das hier? Avali Footlocker. Avali Data. Shit. Avali sind die, ist das, was ich gerade spiele. Das ist nochmal eine zusätzliche Matrasse. Das genau. In Avali Data Chat, this shit grants user access to restricted information that could be useful in upgrading your equipment. Ja, okay. Also die Avali sind ja eine komplett nochmal unabhängige Mod von Faking Universe, deswegen ist das Zeug nur so bedingt kompatibel, nenne ich es mal. Okay. Also so ein Ding von findet man eher unwahrscheinlich. Weiß nicht, fest ja. Faking Universe benutzt. Und da wirst du nicht so viel fancy Zeug brauchen, um das wirklich zu benutzen, sondern... Ah, ich bin in der Menschensiedlung endlich angekommen. Sondern das werden hauptsächlich so Vanilla... Metalle sein oder was auch immer für das Avali-Zeug. Mhm. Beziehungsweise die haben auch ihre eigene Metalle. So, hier, jetzt kann ich mit dir reden. Well done. Never doubt you could do it. Zack. Okay. Ach, das war der Auftrag, wo ich die Knochen abgeben sollte. Ich mache jetzt mal so ein paar Aufträge durch und mal gucken, was ich dann für einen neuen Bewohner hab. Zumindest stirbt er mir hier nicht. Einfach nur, weil ich den nicht richtig beschützen kann. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das geschafft hätte, den jetzt hier, den ganzen Weg, den ich gegangen bin, am Leben zu erhalten. Beziehungsweise, ich hätte es zwar schon geschafft, aber es wäre einfach ultra nervig gewesen, weil der hat mich schon ein bisschen zurückgehalten. Hm. Meistens renne ich da einfach vor und passe auf, dass da nichts irgendwie den angreift. Mir fällt gerade ein, ich wollte doch meine Technologien noch ein bisschen upgraden. Ich wollte hier den, wie heißt das Ding, wo ich in der Luft dashen kann. Das mache ich jetzt mal, bevor ich schon wieder vergesse. Air Dash. Und... Das vergisst er. Ja? Sehr kreativ. In der Luft dash, wie nennen wir das? Air Dash. Ja, zumindest die Sphere, mit der man schnell reden, schnell sich fortbewegen kann. Ja, ist Sonic Sphere, das ist cool. Genau. Komm, kämpfe gegen meinen Bro. Aber ich nehme normalerweise immer die Spike Sphere. Obwohl, mit der kann ich, glaube ich, nicht wirklich springen. Oder? Wenn ich die jetzt anhabe? Nee, mit der kannst du, glaube ich, nicht springen. Aber die ist halt trotzdem an sich sehr stark. Ja. Weil du halt einfach klettern kannst. Aqua Sphere nicht unbedingt. Ich überlege gerade den Sonic Sphere. Konnte ich das... On the go ändern. Tech Card. Ich brauche gerade eigentlich deinen Planeten erkunden. Irgendwie reizt er mich so weiter. Wo sagt dieser Wandplanet ist irgendwie hübsch? Ich habe mich schon immer gefragt, wo eigentlich das Menü ist, wo man die fucking Universe Sachen erforschen kann. Aber das ist einfach ein Menü im Tricorder. Air Dash 2. Achso, ja, du kannst hier Tech Craft und so ein Zeug. Ja. Emergency Bounce, Healing Zone. Cool. Aha. Physics Fields, Control. Emergency Bounce. Oddball. Nearly useful, but fun. Okay. Healing Zone. Stimmt. Air Dash 2. Das klingt doch eher nach. Achso, das muss ich erst erforschen. Okay. Aber es wird cool, mir gleich angezeigt. Das finde ich cool. Es gibt ein Jetpack. Zero Burst 1. To explode upward. Harms. Pose. Also macht noch Schaden. Ich kann mich so leicht erinnern, dass ich das auch alles mal irgendwann benutzt habe. Zumindest ein paar Sachen. Nicht alles,
Aber ein paar Sachen, um dann einfach irgendwie so halb zu fliegen oder so ähnlich. Das wird schon ziemlich mächtig, das Ganze. Oh, ich habe so einen Zauberturm gefunden. Mit so einem Zauberer. Und diese Florana. Ah, ne, ist ein Dings, ein Händler. Achso. Ist jetzt nicht wirklich so. Dass manche Gegner einfach durch ihre Gegner durchrennen und einfach nie wieder angreifen. Einmal so eine Dash-Attack und dann war's das. Wallside Double End Triangle Jump. Und das ist sogar relativ günstig. Ich glaube, der ist sehr nützlich, wenn es eng wird. Flutter Jump, das braucht Elektromagneten und Tungstenbahn. Würde ich mal ausprobieren. Kann ich das auch direkt hier equip? Ja, ich kann das direkt on the go wechseln. Das heißt, ich muss da nicht zu dem dummen Typen darum wieder herrennen, sondern dann mache ich mir mal diesen Triple Jump. Lava. Ja, ich glaube, damit kann man sich sehr gut retten, wenn man fällt. Oh, ich habe so eine Glitch-Maske gefunden, also der Kopf von einem Glitch als Maske. Ja, das ist ja sowas ähnliches, als wenn du diese Schädelmasken findest. Ja, stimmt. Für die Glitch dann. So, Tungsten brauchte ich 10 und Elektromagneten. Ich habe so eine ganz klassische alte Kiste gefunden, die nehme ich mal mit. Ja, mach das. Ah, hier. Zack. Und Elektromagneten sollte jetzt eigentlich auch vorhanden sein irgendwo. Frage. Ja, Apex Geil Mask. Ja. Das ist dann die andere Seite. Ja. Achso, ich habe ein bisschen Kupfer und ein bisschen Eisen. Haben wir denn ja noch einen Ofen unten irgendwie? Wir haben den. Also, was meinst du mit Ofen? Zum Kochen? Also zum Essen kochen oder zum Schmelzen? Schmelzofen. Das ist dieser riesige blaue Klotz. Also dieser, wer ist das? Das ist kein normaler Ofen, das ist so das Nachum Atomic Furnace. Dieser silberne Kasten mit dem blauen Punkt drin, der so die ganze Zeit leuchtet. Weißt du, was ich meine? Achso, ja, ja. Ich dachte jetzt eher an, wo ich so die Sachen automatisch machen lassen kann. Der hier hat Strom. Oh. Wo hast du Strom her? Da oben läuft der links, glaube ich, durch. Ja, ja, der läuft ganz schwach, stimmt. Du warst ganz schwach, das heißt, da ist ja schon dann alles leer gleich, das ganze Helium. Aber es hält lange, ey. Das scheint ziemlich lang zu halten. Ach nee, nee, der leuchtet. Der hat noch. Komm ich da kurz ran? Oder verbrennt mich das sofort und macht mich tot? Ich hab gedacht, der andere. Nee, ich dachte, der andere Reaktor, weil da die roten Lampen drüber sind und da sieht das so aus, als wenn der Reaktor selbst so ein bisschen roten. So rotes Glimmern hat. Die hab ich da hingepackt, weil das irgendwie cool aussieht. Ja, ja, das sieht auch cool aus, aber ich hab mich gerade einfach erschrocken gedacht, okay, der leuchtet so ein bisschen. Okay, ich. Mit meinen Iron Bars brauche ich. Der Auftrag war. Elektromagneten und dafür erstmal ein paar Kupferwires. So, das muss reichen. Was wir müssen, lass Prosium-Zeug raus. Was ist eigentlich Alien Compound? Was kann man damit Schönes machen? Gute Frage. Ich habe nämlich auch gerade welches bekommen. Na, wir haben ziemlich viel davon. Uses in Scientific Research. Kann das sein, dass bei. Kommt bestimmt bei Chemistry vor, oder? Gens, Proteon. Da gibt's noch irgendwie. Moment mal, die beiden sollten sich eigentlich ausschließen. Egal. Ephigium gefunden. Ah, cool. Also ich bin mir jetzt gerade überhaupt nicht sicher, für was das gut ist, aber ist eigentlich auch so eher so ein Late-Game-Objekt. Ist so Mittel-Game wenigstens. Macht keine Rüstung. Ist also ist wirklich ein rein offensives Metall. Graviton Gun. Mhm. Micro Gravity turned into a weapon. Okay. So, jetzt den enablen. Ephigium Revolver. Equip. 19 Schaden pro Schuss, das ist schon ordentlich.
Nochmal halt so Solarium. Solarium ist halt das nächste Tier, gell? Da kriegen wir diese Assassinenrüstung. Mhm. Und die sieht sehr cool aus, die Rüstung. Mit Katana. Mein ganzes Inventar wieder mal zur Sicherheit weg. Das gibt mir immer so ein bisschen das Gefühl von. Aha, jetzt ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich sterbe. So ein bisschen Relief-mäßig. Das kann alles drin bleiben. Die ist auch egal. Zur Not. Und hier auch. Bitte alles weg. Melonen gefunden, ne? Greens. Guck mal hier. Wir haben nochmal eine Drohne mit. Okay, was haben wir denn? Und Tough ist 23. Lifespan 200 wieder. Was Mutation Chance, ja. Kristalle. Findet man auch neue? Also, wenn man zum Beispiel eine Queen hat, findet man auch neue Sachen, die hat? Neue Werte? Oder ist es immer derselbe Wert für die gleiche Biene? Nee, wenn du dann. Weil die sehen alle ziemlich gleich aus, die ganzen Werte. Ja, ja. Die wild lebenden Bienen haben immer die gleichen Werte, so eine Art Grundwert. Ah. Oh. Und nur wenn du die züchtest, dann kommt diese Mutation ins Spiel. Dann fliegen um den Bienenstock ab und zu mal neue Bienen herum. Wenn du die fängst, die haben dann leicht andere Werte. Oder im Bienenstock entstehen junge Queens, Young Queens, die können auch manchmal andere Sachen haben. Ah, okay, gut zu wissen. Also, ja, verbesserte Bienen gibt es nur, wenn man die züchtet. So normal sind das immer so, ich sag jetzt mal, die Standardsachen. Ich glaube, ich hab Lust, jetzt sogar so ein Ding zu bauen. Auf so einem Dschungelplaneten mit einer Glaskuppel und sowas Cooles. Ja. Oder willst du das machen? Auch gerne. Ich. Was hab ich. Achso, ich wollte mein. Erstmal verkaufe ich meine Typen, meine ganzen Waffen an diesen Kerl hier unten. Da haben wir ein bisschen was. Stimmt, ich habe eigentlich auch noch viel zu viele Waffen. Die könnte ich jetzt auch mal loswerden. Hörst du den Pop-Pop pfeifen? Ja, ich hör's. Das klingt aber echt schön, das klingt nicht so nervig. Das. Ich überlege gerade, schmeiße ich das Ding weg? Ich glaube, das kann ich craften. Alter, ich hab einen Staff mit Stufe. Mit Tier 6,8, wo hab ich das denn her? Auf den. 3, 5, 5. Vielleicht bei der Mission, 5. Die wir mal gemacht haben, kurz. Möglich. Tanks. Ich verkauf die halt, oder? Du nutzt keine Zauberstäbe. Ich hab ein Spear mit Tier 6. Und Blade Würre. Ja, den würde ich vielleicht auch mal. Ich immer Glück. Wenn du willst, habe ich hier eine Waffe für dich. Okay. Hier, ein Hammer. Oh, Hammer. Die hab ich sehr viel als. Schaden. Der macht, glaube ich, 59 Schaden oder so. Ja, ja, aber die müssen sich erst aufladen und das ist auch total nervig, leider. Ist halt ein Trade, ne? Musst du überlegen, nimmst du es oder. Muss mal gucken, aber ob es sich nur lohnt, ne? Dass man sagt, man geht auf langsame Dings. Willst du eine Schrotflinte haben? Das klingt eher cooler. Ich guck mal kurz, wie mein Spear, den ich gefunden habe, wie der so performt. Ah, das ist die Sportfinde, genau. Hätte ich jetzt fast verkauft, weil ich ja immer noch mit dem Händler hier. Ja, ich mache auch gerade mit dem Typen. Tier 3. Ich verkaufe hier erstmal so. Ich kann erstmal hier zwischenverkaufen. So, 28.000. Für 28.000 habe ich es verkauft. Genau, weil irgendwie ist der jetzt plötzlich weggerannt. Ja. So, hier weiterverkaufen. Submachine Gun. Haben eine Menge Kohle, wir haben bis jetzt 70.000 Minimum. Also ich glaube 100.000 haben wir. Ich habe einen Battle Rifle, auch mit Tier 5. 5,2 sogar. Tier 5,2, oh Gott. Ich kann jetzt gerade überhaupt nicht reden. Das Ding würde ich aus emotionalen Gründen behalten. Die ganzen komischen Bogen Level 1. Dead Eye. Ich glaube, das ist was Besonderes. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Der Mörder-Manipulator. Weiß ich nicht. Oh, Tier 6. Aber nee, den würde ich nie benutzen. Nee. Das müsste ich hier machen. Total. Was habe ich hier? Das würde ich nie benutzen. Das nicht. Komische Axt.
Das wahrscheinlich auch nicht. Weg damit. Da brauche ich gar nicht. Oh, Level 6. Boardsword. Achso, das. Ja, okay. Eine Fleischpeitsche, im wahrsten Sinne des Wortes. Also eine Peitsche aus Innereien, so dieses. Weiß, die habe ich auch, ja. Die Fleischpeitsche, das klingt so dumm wirklich. Ja, yeah, willst so. Du eine Fleischpeitsche? Aber ach so, der Flametor, mit dem ich die ganze Zeit durch die Gegend renne, der hat nur Level 2. Oder Tier 2. Kannst du hier upgraden, wenn du noch ein paar Module hast. Ja, ich würde einfach mal erstmal eine andere Waffe ausprobieren. Und zwar das, was ich in meinem eigenen Inventar gefunden habe, dieses Battle Rifle. Und... Zieh mal diesen Hut an. Der passt bestimmt gut zu deiner Rüstung. Warte. Hier. So ein Bazaar-Hut. Ah, hier so ein Fass. Genau, Fass. Da gab's ja sogar ein Spiel, das heißt einfach nur Fass und das hat überhaupt nichts mit dem Hut zu tun, aber ich wüsste auch nicht, wie man ein Spiel zu dem Hut machen soll. Sondern es ist einfach nur so ein Jump'n'Run und der Hauptcharakter hat so ein Ding auf dem Kopf. Wow. Ah, ich sehe gerade hier der Kitchen Counter. Ich kann sogar irgendwas machen. Spicy Jerky. Okay, mach ich einfach mal. So, ich mach mal. Nochmal. 3 Noxium. Das ist eine komische. Das Erz. Das Moprosium haben wir nochmal ein bisschen was gefunden. In dem. Also, das ist gefunden, aber halt extracted. Aber das ist echt wenig. Wir müssen mehr an dieses Zeug kommen. Campfire-Banane habe ich jetzt gelernt. Campfire-Banane? Ja. Ich habe mal beim Kitchen Counter einfach geguckt, was ich so für Sachen habe. Und. Da war Battered Banana. Die habe ich gefunden. Na, wo bist du? So, hast du. Camper Banana. Oh, du brennst. Ja, so ein bisschen. Ja, ich habe kaum noch Hunger. Das klingt so eklig. So eine matschige Banane. Ach so. Ach nee, das ist. Ach, Battered Banana. Hab ich einen Camper Banana. Das klingt geil. So eine Banane im Teigmantel, ein bisschen Schokolade. Kann man essen. So, Sanity Leech. 80% hast du mir das gegeben oder habe ich das gerade so bekommen? Will ich nicht. Aber das ist ja genau das, was ich so ein bisschen brauche. Mentale Protection, ein bisschen weniger Max Health. Aber ich kann es auch gerade nicht aufnehmen. Ich kann es nicht essen, weil ich hier diesen Full Belly Buff habe. Oder Debuff. Da kann ich nur Sachen aufnehmen, die keinen Food haben. Also keinen Nährwert. Und das Ding hat einen Nährwert. Ein Nährwert? Ja, genau. Also ein Food. Ein Food reicht zu, dass ich... Und ich habe irgendwie so ein High Gravity? Ach so. Ich kann sie mal gotzen. Hier mit Orange Grav Liquid. Und ich hab's nicht mitgekriegt. Ja, genau. Warte mal. Wenn ich jetzt mit dem blauen übergieße, dann, oder? Da springst du doch bestimmt sehr hoch, oder? Ja. Warte, soll ich mal kippen? Mach. Achso, kannst du das jetzt? Yo. Krass. Also, ich bin von alleine, ohne dass du das jetzt extra noch. Ich hab schon über dich drüber kippt. Ja. Deswegen. Also, der ist von alleine nach oben gegangen, ohne dass ich jetzt nochmal springen muss. Ach so. Ja, okay, das ist krass. Damit kann man doch bestimmt echt coole Sachen machen, so Fahrstühle, oder? Ja, bestimmt. Gibt es solche Barrieren, wie zum Beispiel in Minecraft mit dem Schild, dass man einfach so, wo man durchgehen kann und die Flüssigkeit nicht fließt nach unten und man selber durchkommt? Gibt's das? Ich glaube, man kann sowas halbwegs bauen mit so diesen Plattformen. Da, wo man halt mit nach unten drücken und springen durchkommt. Also alles, was so funktioniert. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ja, könnte man zum Beispiel. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie das von der Seite funktionieren soll. Das soll halt zum Beispiel so eine Art. Was wollte ich denn jetzt? Einen Turm, da springst du rein, dann hast du halt immer so einen kleinen Pixel an diesem Wasser, der dich nach oben schießt. Und dann legst du halt eine gewisse Distanz halt zurück. Das wäre ein ziemlich schneller Fahrstuhl, oder? Wenn du extrem hoch baust. Und halt nach unten mit dem Gravity Liquid. Und halt unten natürlich. Keine Ahnung, so dieses Slime-Block oder so. Da kriegst du ja keinen Fallschaden drauf.
Da springst du ja nur. So, jetzt müsste ich das doch nehmen können. Jetzt hab ich Lust, das zu machen. Aber das ist psychiatrische Hilfe. Ich krieg jetzt psychiatrische Hilfe auf. So bei mir. Aber alles, was hilft. Ich finde halt den Nebeneffekt mit, dass ich die ganze Zeit so Monster spawnen, die mich so ein bisschen noch beschützen, das finde ich halt eigentlich ganz nett. Ja. Muted Elder Soil, was ist denn damit? Was gibt man daraus? Gibt's noch einen besseren Sifter? Kann das sein? Ich glaube nicht. Leider, ich glaube, Sifter sind wir schon, oder? Moment mal. Wir haben ja nämlich, ich habe ja nämlich dieses Elder Soil. Und das kann ich nicht siften, das kann ich. Hab ich nicht, das kann ich nur extracten, steht auch sogar da. Mhm. Sonst würde da auch Siftable dabei stehen, wenn es Siftable ist. Ja. Wir haben 132 Fungal Ikor. Von diesem komischen Keks. Pilz. Pilz. Ich komm nicht auf Keks. Lass mich in Ruhe. Achso, ich wollte doch mal diese Waffe ausprobieren. Ja, geht schon. Das wollte ich drücken, nicht. Warum mache ich das mir eigentlich so kompliziert? Ich kann doch hier einfach ein bisschen mir den Weg freimachen. Okay, es ist gar kein richtiger Dreifachsprung, sondern es ist mehr so. Also die Waffe ist schon ziemlich cool. Welche? Das Battle. Ach hier, ich sehe jetzt auch gerade die Giraffen bei mir. Ich würde die gerne mitnehmen, ich würde keinen zumachen, aber ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Weniger. Was ist denn Methyl-Iodid? An extremely toxic but useful lab reagent. Oh, cool. Ja, kommt mir bedingt bekannt vor, ich glaube. Okay. Pack mal diesen Fungal Ico in diese Kiste, die daneben steht, gell? Dann haben wir es nämlich gleich da unten, wenn du es brauchst. Ja, ich brauchte das mal, um bestimmte Forschungen freizuschalten. Ich glaube, das brauchen wir auch für Dings, für Medizin, warte. Hier, Medical Kit, Level 2. Fungal Ico und Honey Seed beendet. Honey Seed, Pure Honey und Diesel. Ach genau, ich habe ja aus der Grundfarm, die wir noch irgendwie auf der Oberfläche von dem Planeten haben, da machen wir ja unter anderem Mutavisk. Und Mutavisk in einem Extractor gibt diesen Fungal Ico. Und da habe ich einfach mal so einen großen Bunch da reingetan. Einfach um irgendwas freizuschalten im Tech-Tree. Ich merke gerade jedes Mal, wenn ich irgendwie an der Wand bin, dann stoße ich mich davon ab. Das ist ein bisschen nervig. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Wo habe ich denn die andere Waffe hingelegt? Ich glaube, die habe ich noch gar nicht gelegt. Das ist Xenopacking Substance, das brauchen wir nicht. Die Kombi werde ich doch eh nicht benutzen. Wo ist denn das andere Gewehr? Ich hoffe, ich habe das noch. Das ist blau. Also das müsste trotz allem mehr Bums machen. Mach ich mal, Moment. Hier hin. Das dahin. Streuschuss. Okay. Was brauchen wir jetzt Noxium? Das habe ich gerade noch gesehen gehabt. Pyrit. Also die Schrotflinte ist übelst stark, aber die brauchen eine Ewigkeit zum Nachladen. Beziehungsweise zum... Hat dann eine niedrige Feuerrate, ne? Ja. Das wäre blöd. Ich sehe gerade... Was können eigentlich die anderen Slime-Rüstungen? Black Slime-Chest? Dann hatten wir normale Slime-Chest. Das sind einfach nur Tier-Upgrades. Achso, genau. Okay. Es kann sein, dass sie tatsächlich was Besseres können, aber wenn, dann... Slime? Es kann sein, dass du nicht verrückt wirst von denen. Warte, ich schau mal, was die für Dings haben. Mud, Snow... Ah, die haben auch alle ein paar andere Resistances, wenn das die Mehrzahl ist. Ah, okay. Das wäre tatsächlich interessant.
Das könnte sogar sein, dass... kann sein, dass die erste sogar gegen Schleim-Immunity... gegen... Immune, Slime, Mud, Clay. Das zweite ist Poison, Bio-Ooze, Mud, Snow, Ice, Slime, Clay. Mhm. Und deine ist Poison, Bio-Ooze, Slime, Mud, Clay, Snow, Ice, Ice, Slip. Ach schon, du klebst in dem Sinne ja auch auf dem Eis, also ergibt das schon Sinn. So, ich wollte irgendwas mit diesem Zeug hier machen. Oh, wie heißt das nochmal? Noxium, das habe ich vorhin gerade noch gesehen, dass ich das brauche, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Ha. Huh. Wieso kann ich das nicht... Ach, das ist wahrscheinlich nur Deko. Hier sehe ich so ein... So ein komisches Avili-Teil. Kann es sein, dass hier oben dann... ein Avili-Schiff versteckt ist? Dass das hier nur eine Andeutung ist? Das könnte sein. Wie ein Schiff? So ein, wie bei Piraten oder was? Genau. Achso, wie bei den Avianern oder wie? Die haben ja auch so Schiffe, so Fliegelschiffe, die sind echt cool. Ja, aber das ist hier nur so grob angedeutet. Und... den Rest müsste man dann wahrscheinlich nach oben fliegen oder so. Ja. Ich bin überlegen, ob natürlich auf die Suche nach Dings machen könnten, dann auf hier Pyrit und wieso gehen, damit wir dann diesen Arc-Smelter haben, aber der 100 Watt, ey. Ich wollte zu viel, ich wollte auch noch Helium 3 erforschen, also ja. Das kriegen ganz gut. Dann bessere Rüstung, dann das Ding bauen, ey, wir haben eine Menge zu tun. Liquid mit Helium Hydrogen, das nicht. Einmal durcharbeiten. Ich habe doch jetzt einen besseren. Achso, das ist jetzt wieder ein stärkerer Stein. Ich habe einen besseren Quatsch, hier einen Mining Laser. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, warum es trotzdem langsamer geht. Aber und, ich bin jetzt schon wieder in einem völlig neuen Biom und das ist hier einfach ein bisschen schwieriger durchzuarbeiten. Warte mal. Ich habe gesehen, wir können uns Dings craften, einen Escape Teleporter. So ein Item, was man einmal nutzt und das dann einfach. Ah, cool. Dass wir uns einfach überall hoch teleportieren können. Und ich meine, wir brauchen 6 Titan, um das zu erforschen. Und das Ding sagt auch Handy in Cheap. Ah. Das könnte eine Investition wert sein, dass wir uns da von ein paar mitnehmen immer. Vor allem, wenn wir tief in die Höhle gehen oder so. Aber ich sag mal, meistens ist es eh so, einer von uns stirbt, der andere lebt. Und man schafft es gerade noch, sich dahin zu teleportieren und seinen Scheiß zu holen. Mhm. Aber ich bräuchte mal einen Taylor für die Crew, damit man... alle so eine schöne, einheitliche Rüstung haben. Taylor? Also so ein Spinnrad von Anfang. Oder meinst du die Forschung dazu? Weil... Nee, den, Crew-Mitglied, Taylor. Also D-A-I-L-O-R. Das ist so... Den habe ich bei Manila immer gesucht, weil der kann, sage ich mal, die Rüstung, die du aktuell trägst, als Crew-Rüstung angeben. Dass die halt alle dieselbe tragen. Ah, okay, cool. Das hier sieht alles ein bisschen kaputt aus. Ich hab schon wieder 58 Alien Compound, ey. Ich hoffe, was das Noxium ist. Das hat mich finstlich wieder, was ich damit machen wollte. Oder was man damit machen konnte. Stimmt. Ah, der ist friedlich. Okay, hier, das ist verdächtig. Raw Noxium. Was kann das Ding? Das ist doch bestimmt Gift, oder? Ja, Gift. Ah, das geht doch schlechter. Oh, wir können aus... Ah, warte mal, das war doch... Wofür hatte ich das? Ach, für dieses Ultra-Ding haben wir jetzt gebraucht, für das Ultra-EPP. Jetzt weiß ich es wieder. Ah, was hast du gefunden? Das ist, man kann, wenn man das Ding in dem Arc-Smelter zum Beispiel schmilzt, kriegt man auch Dings raus, hier dieses Ultronium. Ah, okay. Das ist für das Immunity Field, das ist dieses extrem krasse Ding, das man da kriegt. Ultronium brauchst, kannst du auch in deinen Fusionsgenerator tun. Da kriegst du dann auch mit sehr viel mehr Energie. Okay, ich habe meinen Typen gefunden für meinen Auftrag. So, hier, jetzt gib mir die Sicherheitskamera. Okay, ich bin immer noch so weit vom Planeten weg, dass es sich...
Ich bin genau auf der anderen Seite vom Planeten. So, hier. Von dem Typen, wo ich hin muss. Weil ich gehe nur so ein bisschen nach. Also der zeigt nach rechts, ich gehe nach links und plötzlich schwenkt er nach links um und dann gehe ich weiter nach rechts und der schwenkt nach rechts um. Das heißt, ich teleportiere mich noch kurz auf mein Schiff und werde jetzt nicht die ganze Planeten nochmal ablaufen. Überlegen, ob ich bessere Batterien mal machen soll, damit unser Dings nicht darauf für Nada läuft. Also wenn er meinen Überschuss hat. So, das Battle-Gewehr, was ich habe, ist eigentlich ganz cool. Das braucht halt. Also das ist so ein Munitionsgewehr. Muss ich halt immer aufpassen, dass ich nachlade. Aber mit der Spezialfähigkeit mache ich hier auch so Elektrogranaten. Das ist eigentlich auch ganz cool. Bis darauf, dass ich die Gegner, die gerade besiegen muss, dass die selber elektrisch sind. Muss ich jetzt wieder normal gegen die schießen. Und die Musik ist gerade ein bisschen aggressiv. Vielleicht kommt Bosskampf. Na, vielleicht seht ihr das so. Ach, das stimmt, das ist ja auch so ein Feature, was leider entfernt wurde. Dass jeder Kampf dann eine spezielle Musik auslöst. Das funktioniert teilweise. Ja. Was mich halt ein bisschen stört, ist, dass die Batterien sich entladen, wenn der Generator ausgeht. Also, wenn der leer geht, dann zapft er die Batterien an. Und dafür ist es ja gedacht, dass das. Wäre cool, könnte man das speichern und dann, wenn man es braucht, drauf zugreifen. Aber es geht ja, wenn der in der Generator keine Energie mehr hat, dann. Ja, nö, dann zieht er sich halt alles daraus. Ist nicht so geil. Ich glaube, so eine Logik kann man so ein bisschen programmieren mit. Die haben ja alle mehrere Ein- und Ausgänge von dem Kabelsystem her. Stimmt. Und es gibt ja normale Schalter und dann gibt es irgendwelche Logik-Gates und so weiter. Und dann glaube ich. Das sind solche Sachen, die würde ich mal in Ruhe ausprobieren, aber. Sowas wollte ich eigentlich für mein eigenes Let's Play nochmal machen. Nicht Let's Play, für mein eigenes Spiel, wo ich die One Planet Challenge mache. Wo es darum geht auch, da will ich dann zum Beispiel einfach so ein Becken, wo ich mit verschiedene Flüssigkeiten rein tue und dann irgendwelche Flüssigkeiten drüber laufen lasse und dann soll das so ein Quarry abbauen. Achso. Stimmt, der Quarry wollen wir auch machen, gell? So eine krasse. So ein stimmt, Delizium. Das. Ja, genau, und du wolltest ja mal irgendwie so einen halben Planeten abbauen. Das ist schon geil, oder? Wenn ja. Ein Planet jetzt mit nichts ist mehr da. Hast du einfach so eine Leere. Bauen dann eigentlich da auch Monster, ja, gell? Also auch wenn das Biom weg ist, sag ich mal. Wenn es wirklich weg ist, nicht mehr existent. Boah. Ich glaube sogar ja. Aber. Das ist ein Todesstern. In der ganzen Planeten auseinander. So. Jetzt müsste ich doch mal gleich. Ich hoffe, der schickt mich dann nicht wieder gleich über den Planeten, aber ich wollte jetzt einfach mal so eine kleine Mission machen für jemanden in der Hoffnung, dass der dann meinem Team beitritt. Und nebenbei auch so ein bisschen hier. Also die Waffe macht wirklich Spaß! Hilfe! Ich guck die ganze Zeit so böse. Ach so, ich hab noch die ganzen Emojis auch auf die Pfeiltasten gelegt. Achso. Und ich hab's vorher nicht mitgekriegt, weil ich ja vorher immer noch den Helm auf hatte, wo mein ganzes Gesicht verdeckt ist. Ja. Ich weiß, das ist auch gut. So. Mein Kollege ist die ganze Zeit in Kämpfe verwickelt, aber der sollte sich ja noch gut genug gegenheilen. Also ich mag die Gesichtsausdrücke von den Avali leider wirklich nicht so doll. Die sehen ein bisschen aus wie so Hasen. Ja, das sollen ja auch so nicht unbedingt Hasen, aber so Wodents. Was ist ein Wodent nochmal auf Deutsch gleich nochmal? Wie bitte? Wodent, Wodent? Ja. so Nager. So ein Nagetier soll das darstellen. Warum kann ich das nicht erforschen hier? Ich habe 20 Akkus Fuel.
15 Öl? Ich bin nur bedingt schneller auf dem Planeten mit... Hä? Irgendwie hatte ich das... Dann war es vielleicht wirklich Erde 2. Weißt du, warum ich das nicht erforschen kann? Ich will gerade mal hier die ganzen Liquids durchforschen. Ich brauche... Research habe ich, 20 Chemistry habe ich, 15 Öl, ich habe 300. Powder, hier ist Volatile Powder, brauche ich 10 und ich habe 4000 davon, warum kann ich das nicht erforschen? Gute Frage. Volatile Powder, Dangerous Powder, Beschriftung ist auch gleich. Öl. Habe ich 400 und Urcus. Ha, Hilfe. Okay. Das kann ich das nicht erforschen. Ich guck gleich nochmal nach. Ach so, ich brauche beide Dinger dafür, beide, wer ist das? Bei der Forschungsstränge, um den einzuhaben. Ach so, es ist das, was zusammenläuft. Von verschiedenen Forschungssträngen aus. So, Chemistry. Zack. Zack. Brauche ich hierfür. So, jetzt sei bitte glücklich damit. Thank you. Und jetzt. Oh, wir haben eine Plasma-Klinik. So, Ash war doch der Typ, der mich hier gleich am Anfang. Ach, die sehen alle gleich aus. Aber hier, du bist Ash. Hier, deine Sicherheitskamera. Ne, hier. Wenn man sich selber mit Liquid Process halt übergießt, hat man Energieboost. Ah, cool. 15% Energieboost, ganz schlecht. Also wenn man fast am Sterben bist, weil du keine Energie hast, überkipp dich einfach. Mhm. Am besten nicht anzünden. Ich kann hier eine Tech-Konsole kaufen. Ah, hier war die Satellitenschüssel. Aber ich meine, damit hätte ich jetzt eh nichts so viel anfangen können. Ob sie das mitkriegen, wenn ich das Ding hier baue? Aber warum sollte ich das? Bringt mir eigentlich doch gar nichts. Oh, ich habe Hunger. Kann ich. Das kann ich essen für Nahrung. Achso, der Fruchtsalat, den wollte ich doch mal zum Spaß essen. Der Rest wird dann irgendwann wieder schlecht. Wir haben jetzt 95 Methyl-Iodid, also wenn du das brauchst, wir haben das. Okay. Ich pack das mal in diese Kiste rein hier. But one use and it's creation of Pestizide. Okay. Ja, komm, geh auf. For the trace. Okay, also wenn du irgendwas brauchst, ist Pestizidschutz. Mhm. Ich guck mal bei... Also ich bringe erstmal hier all die Sachen wieder weg. Aber ich glaube, so viel habe ich gar nicht eingesammelt, oder? Ja, selbst hier nicht. Geht eigentlich. Irgendwie 2000 Wasser, wo habe ich denn das herbekommen? Ich habe... Oder ist das noch von irgendwann? Wird das Wasser hier weggetan? Doch, das wird weggetan. Wir haben schon ein 9000er Stack und 2 volle Stacks und einen fast vollen Stack mit normalem Wasserhammer. Hast du das gesammelt wegen... Helium 3 oder so? Ich weiß nicht, wo wir das her haben. Aber es ist haben cool. Haben wir das vielleicht immer aus diesen Dingern hier raus, diesen Brunnen? Ich meine, die sind ja auch immer mal 1000. Ja. Hier ist mit der Null drin. Was macht das eigentlich? Wie kommt das Ding an Wasser? Gute Frage. Boah, das ist Methanol ist. Ursprünglich. Hier ist nochmal 1000 drin, nochmal 100. Ja. Und hier hinten habe ich irgendwo noch einen gebaut mit 1000. Ja. Das ist eine Alge, das ist halt krass. Die Algen sind auch ein guter Dünger. Und das Methanol ist irgendwie für die Grundforschung von Dünger oder so ähnlich auch noch wichtig. So. Ich habe den Ofen nochmal hier aufgebaut, falls wir den nochmal irgendwann brauchen. Die sammeln fleißig Lava. Ich schau mal, wo wir nichts herkriegen. Helium 3, das, dann sammle ich mal ein bisschen was davon. Hoffentlich ist das jetzt nichts zu tödliches. So. Achso, das ist sowieso alles neu. Ach, das war das. Nee. Kann ich das schon machen?
wollte ich suchen. Achso, Helium 3. Helium 3, Starbound. 8. 9. Ich will ja ein bisschen mehr Schutz haben. Ich überlege gerade, wie ich ein bisschen mehr Rüstung bekommen kann. Immune to Fall Damage, das ist auch cool. Oh, kriegen wir aus Mondstaub. 50 Mondstaub, einmal Helium 3, okay, gut zu wissen. Im Exception Lab 1. Ich glaube, ich habe ganz viel Mondstaub auf dem Mond, wo ich vorhin noch war, mitgenommen. Ich glaube, es wäre sehr schlau, wenn wir vielleicht den Extractor Mark 2 machen, also Extraction Lab Mark 2. Das wäre auf jeden Fall sehr schlau. Engineering. Haben wir dafür die bestimmt, oder? Materialien? Stimmt, warte. Wir brauchen 5 Advanced Alloy natürlich. Hier, 1, 2, 3, 4, 5. So. So. Engineering. So. Diese ganze Gefurze von deinen Slimes, ey. Ja, ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich doch nochmal eine andere Rüstung möchte. Habe ich gerade eine dabei sogar? Oder ich glaube, die habe ich hier irgendwo an reingetan. Ne, das ist die ganze. Das sind die ganzen. Deko-Gegenstände hier drin. Kann ich auch mal hier ein paar reintun? Wie sieht denn der eigentlich aus? Aha, geht so. Unicorn-Head. Ah, hier ist das noch. So, jetzt sollte es gleich aufhören. Extraction Lab, Extraction Lab Mark 2. Wo macht man das denn? Extraction Lab. Wo ist der Helm dazu? Ach hier, Mark 2. Advanced Alloy Carbon Plate und Stick of RAM. Das ist halt übel günstig. Stick of RAM, Carbon Plate. So, das ist Deko-Gegenstand. Das eigentlich nicht, aber das hat. Ach, was weiß. Ach, X10 Ammo hast du mir zum Teil gegeben oder habe ich die selber gecraftet? Wie meinst du? Na, ich habe sie dir ja mal gegeben gehabt, aber ich glaube, wie viele Upgrade-Module hast du jetzt? Habe ich alles wieder in die Kisten gelegt. Vielleicht kannst du dir ja eine machen und createst sie dir einfach extrem hoch, so wie ich es gemacht habe. Mhm. Das wäre eine Option. 12 haben wir jetzt, das ist nicht, leider nicht so viel. Was machen wir da? Also wir. Ich habe nur die Beine, soweit ich das sehe, von der X10 Armor, sonst nichts. Ist das richtig? Na, ich habe mir dann nochmal welche gemacht, weil mir aufgefallen ist, dass meine fehlen. Ach so. Da habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich die fix selber nochmal. Ja. Ich habe. Okay, dann kann ich die also behalten. Ja, brauchst du nur noch die. Gas, Motorrad, Kohls, Liquid Nitrogen. Okay, das sind doch schon mal cool. Fall Damage ist super. Assault, Energy Rifle. Wenn ich da mal irgend. Es geht mir hauptsächlich um die Verteidigung und die sieht ja eigentlich super aus bei dem Ding. Das Ding ist halt ein Ranged. Ist halt ein Hypertank, ne? Hypertank. Tank ist super, weil ich ja sowieso ständig aufpassen muss, dass ich. Steht das direkt da? Hypertank? Ranged. Ah, okay, ich hab's gerade gesehen, die Class ist Hypertank. Ja. Aber ich habe jetzt mal meine Assault Armor wieder rein. Okay, ich sehe gerade die Rüstungswerte von der roten Schleimrüstung sind schon deutlich besser. Mal sehen, hier haben wir. Wirklich sind die besser? Die Rüstungswerte, ja. Nur die Rüstungswerte. Die restlichen gehen so. Na, meine Tier 6 hat 90, also gehen wir von der Brustplatte aus, hat 90 Angriff, 36,6 Verteidigung, 18 Energie und 54 Leben. Okay, ich habe nur 28. Ich glaube, das glaub, gibt halt allgemein mehr Leben. Okay, ja. Ist halt die Frage, was du mehr brauchst, ob du mehr Resistance brauchst oder halt mehr Leben, ne? Ich meine, ich glaube, in der Sekte ist eh egal. Wenn du zu viel Schaden kriegst, dann kriegst du zu viel Schaden, bist tot. So, Carbon Plate. Ich zieh mal die Rüstung nicht vollständig an, dann krieg ich zwar keinen Z-Bonus,
Aber ich krieg zumindest ein bisschen bessere Rüstung für die Beine, wenn ich das so unvollständig anhab. glaube aber, der Set-Bonus ist noch hilfreicher, weil die Slimes gut ablenken. Ich glaube, Okay, ja. wenn du jetzt herumläufst mit dem Set-Bonus, ist besser, als wenn du ohne rumläufst, um ein bisschen besser Verteidigung. Ach so, du hast ja X10 hochgelevelt mit. Okay, Den ja. Upgrade-Modulen, genau. Assault Armor und Assault Helmet. Dann guck ich. Kann ich Assault-Dinger machen? Nee. Ach, mit Doppel-S. Ich kann ganz aktuell das Ganze, was ich machen will. Abendplays hatte ich vorgehabt. Ach so. Special Extraction Lab. Hier, zack. 30 Joule pro Extraction, das ist schon teuer. Ich tausche das mal aus mit dem alten, ja. Das ist, glaube ich. Ja, gerne. Hier hätte ich. Oder sind Elektromagneten hier reinge. Ja. Was ja cool Obwohl. wäre, wenn das Extraction Lab, sage ich mal, so läuft, dass es immer laufen kann, weißt du? Also wenn es zum Beispiel. Ja. Es gibt leider keinen Wärmegereaktor, weißt du? Und ich weiß ja nicht, wie viel 30 Joule sind. Im Vergleich zu Watt. Das eine ist, glaube ich, nur. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das wieder richtig hin. Watt müsste Energie sein, also Arbeit, Ja, genau. Joule Joule und. ist die Arbeit und Watt ist halt die Leistung. Stimmt, Watt, Leistung. Watt, Watt. Ja, Leistung ist Leistung. Arbeit mal Zeit. Also ist Watt mehr sowas wie über einen gewissen Zeitraum und die Joule ist, was mal so ab pro für einen bestimmten Zeitpunkt sozusagen verbraucht wurde. Ich weiß Was jetzt. soll ich mit 30 Joule als Angabe, wenn der Rest mit Watt funktioniert? Ja, Das stimmt ist schon. ein bisschen ungünstig. Bald kommen sie noch mit, keine Ahnung, Kohlenhydraten. Ja. Brauch Würde ich 3000 mich auch nicht groß wundern. Kilokalorien pro Minute. Wo ist das Titanium hin? Ah, das ist so schlecht zu sehen, irgendwie alles. Such am besten einfach unten in der Suchleiste. Stimmt. Jetzt habe ich das Falsche genommen. Stimmt, unser Advanced Plastic packe ich auch mal rüber hier. Zack. So. Was brauchte ich noch? Achso, hier am besten nachgucken. Ein Herz habe ich hier. Ach, die Dinger. So, das müsste jetzt erstmal reichen. Zumindest für die zwei Teile, die mir noch fehlen. Bei Dinosaurier-Eier. Crafting Material. Kann ich hier Dinge oder was? Ins Mikroskop packen. Ach, Shards? Moment mal, was habe ich mitgenommen? Ich habe nur einen mitgenommen. Ach so, ich wollte die Hälfte von dem mitnehmen. Irgendwie hat es das aber nicht genommen und ich habe bloß einen gehabt. So, jetzt sollte es aber bitte, bitte gehen. Okay. Armor und Helmet. So, und jetzt können wir bei X10 weitergucken. Graphen, Face Matter und Durasteel. Und das, okay. Theoretisch auch auf, ja, auf irgendwelchen Monden hier Liquid Collector machen, da kriegt man alle 2 Sekunden ein Helium-3. Geht auch. Oder Atmospheric Condenser, Normal Planets, bzw. Liquid normalen. Dingens ist das, was ich vorhin, glaube ich, sagen wollte. Als ich nicht wusste, was ich sagen wollte. Ja, dass wir das auch mal auf dem Dschungelplaneten vielleicht ein Bild aber bisschen einfach. ausprobieren Bild am können. besten einfach finden. So, es gibt ja manchmal so Pools, also Pfützen davon, aber. So, Elektro. Das, Face Matter, Durasteel und was hatte ich noch gesagt? Graphen. Packt jetzt einfach Dings rein. So, Erstes die haben wir schon. Mondstaub. Ah, ich bin doof. Ah, nicht so schlimm.
ich habe jetzt nochmal ein Assault-Dingens gemacht. Okay, was... Jetzt ist schon wieder das Problem, dass ich nur ein Graphen mitgenommen habe, obwohl ich den ganzen Stack mitnehmen wollte. Oder die Hälfte vom Stack zumindest. Hier, Crystal-Block. So, das kommt hier rein. Zack. Oder das Ding kann viel länger arbeiten, weil es drei Input-Slots hat. Geil. Pack mal ein bisschen Kohle in diesen Verbrenner. Vielleicht reicht er ja. Achso, natürlich, weil der geupgradet wurde. Deswegen ist der noch hier so drin. Ach schade, der Assault-Helm hat gar keinen Preis, dass ich jetzt den Überflüssigen verkaufen könnte. Okay, es reicht nicht an Power. Das ist scheiße. Verkaufe ich den trotzdem? Mm. Oder schmeiße ich den mal irgendwo in eine Lava oder so? Ich lege ihn erstmal hier ab. Vielleicht so als Andenken. Wir haben doch hier noch jeden Reiber, pack das hier einfach rein. Oder 10 ist Hilfe von Helium 3, Helium 3, so einfach ist das. Okay. Das passt doch schon mal. Und jetzt upgraden zumindest ein bisschen. Wie viele Upgrade-Module? Ah, 12 ist wirklich nicht viel. Nee, deswegen war ich halt auf der Suche, dass ich das Moprosium-Zeug da. Ach so, Laprosium zum Herstellen von den Dingern. Da brauchen wir aber, ich sag jetzt mal, eine langfristige Quelle auch dafür irgendwie, oder? Ja, das kriegst du durch Siften, aber ansonsten kriegst du das, du brauchst, zum Craften kannst du wirklich nur das Moprosium. Das ist halt ein bisschen blöd. Stimmt, Telebrium gibt's ja auch noch. Ich hab Telebrium nicht mal mehr erforscht. Oh, wir kriegen Öl aus Mondstaub. Also aus Mond-Dings. Output. Shadowwalk, ja. Elderstone, Geoden. Und Meta-Blöcke. Ich mach mich mal auf den Mond. Ja, haben wir diesen Urkios-Buddy noch? Ja, gell? Ja, also, hatte ich den aus Versehen noch dabei? Irgendwas hatte ich noch. Nee, den haben wir hier, alles gut. So. Okay. Dann mach ich mich mal auf den Mond. Ich habe hier noch jede Menge Mond? Geoden. Was? Hast du nicht zufällig noch einen Mond bei dir unter deinem Planeten? Ja, gell? Ja, unter deinem Schiff? Ah, ne, du hast ja dieses. Ja, ich bin ja da. Ich hab den mal kurz gewechselt. Aber ich kann auch wieder schnell irgendwie zu einem hinfahren. Aber sehr gut, Schiffchen, was mich da hinbringt. Ich krieg ein bisschen radioaktive Strahlung, wenn ich dem anderen Ding zu nahe komme, aber das geht schon. Das ist halt, ist zum Glück halt weit genug entfernt, deswegen da oben möchte ich halt einen Arc-Smelter hinpacken. Weil ich glaube, dass der auch irgendwas abstrahlt. So, ich bin jetzt bei dir. So. Hast du vielleicht noch was zu essen? Ich habe jetzt haufenweise von den Dingern. Achso, Moment, ich muss mal in deine Nähe. Jetzt bist du in der anderen Richtung. Jedes Mal, wenn ich... Man braucht ein bisschen was, um satt zu werden davon, aber das geht jetzt erstmal. Das bringt jetzt gar nichts. Leider hat das Ding keinen Effekt, das wäre cool, wenn das so... Das ist ja, ich glaube, das ist eine Vanillafrucht und man kann wahrscheinlich aus der irgendwie so ein... irgendwas machen, damit... Ja, das ging ein bisschen schnell. Ich muss... Also wenn du Lust hast, kannst du dein Ding auch upgraden. Stimmt, dafür haben wir ja noch genügend, hoffe ich. Ja. Boah, wie wir durchbuttern, das ist so geil. Wirklich, das ist so geil. Oh, ich muss sagen, ich hätte auch Bock, das Ding noch abzugraden, aber es ist schnell genug. Ach, geht das nochmal zu upgraden? Ja, das geht nochmal, das kostet 30. Ja. Wir haben gerade 36 oder so. Da kann ich ja nochmal die Stadtmission nochmal bauen, nochmal machen. Wie komme ich auf das Wort bauen? Der Arctis Buddy ist schon echt ziemlich krass. So, so. Mein Arctis Geist kommt schon ziemlich nahe.
Glück keine aktiv. Aber wahrscheinlich hast du aufgepasst, dass du nicht so dieses die Kristalle einsammelst, oder? Ich hab diesen Urkius bei dir doch auf. Ach so. Dann bist du komplett geschützt. Ja. Das sind hier auch Würmer. Das sind auch Würmer. Interessant, habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Also hier buddelt auf jeden Fall irgendwas rum. Den Geruch. Das Geräusch kenne ich doch. Das Geräusch. Ich habe gerade eine Station gefunden, so eine Mondstation. Ja, habe ich hier auch mal gerade gefunden. Ah, sogar mit einer Kiste. Geil. Meine besteht aus ganz vielen Kisten. Wahrscheinlich sind die alle leer, das ist jetzt geraten, aber... Okay, so Mechschrottteile sind da drin. Und ein paar Pixel, so 10, 30. So. Oh, und diese festen Erküsskristalle und eine so eine Sicherheitsjacke von den Minenarbeitern. Ja, hab ich auch gefunden. Diese Würmer sind ziemlich praktisch, wenn man ein Dings hat. Wenn man keine Schwerkraft hat, da kann man den nämlich schön oben auf der Fläche töten. Man hat extrem viel Zeug dann über. Was mich stört, ist, dass es hier keine Musik gibt auf dem. Ja, nur diesen. Und dieses komische Scheißgeräusch. Zinn Ober ist hier wieder. Gibt es nicht irgendwie vielleicht einen Musiker als so Crewmitglied, der die ganze Zeit dann rumdudelt? Das wär cool, so. Meinst du so ein Baden? Ansonsten cool. Noch mein Circ Buddy, der ja immer noch dieses furchtbare. Stimmt. Da habe ich ja gesagt, pack das mal drauf, mal gucken, was passiert. Naja. Ja, und jetzt kann ich den nicht mehr so richtig benutzen. Ach, der war eh lost. Ja. So, der kommt schon ziemlich nahe. Ich würde gerne noch das hier. Bisschen einsammeln, aber ich riskiere es schon ganz schön. Ah, nächste Station. Okay, der Mordfight-Dings war schon eine sehr gute Investition. Willst du eigentlich den nächsten craften oder soll ich den machen? Egal. Wer die Materialien hat? Ach so. Da kann sein, dass du den Baum willst. Der für eine Sphäre. Ach. Verdammt, in der Zwischenzeit kommt der Urkius-Wurm wieder. Während ich versuche hier. Urkius-Wurm. Aber so ein Wurm wäre schon ekelhafter, muss ich sagen. Hm. Da ist der Geist dann noch relativ entspannt. Aber du kannst ihn ja killen. Stimmt schon. Uranium-Ohr. Obwohl, das ist jetzt auch nicht so besonders. Oh, hier habe ich so eine Station mit, ich nenne es mal, Mitarbeitern, die schon so ein bisschen drüber sind. Die machen ganz schön Schaden. Das helfen. Ja, du musst sehen, du hast ja aktuell noch die Dings, die Tier 4 Version. Mhm. Stimmt. Also so zum Teil. Zum Teil habe ich ja schon Tier 6. Ach ja, stimmt, die Hose. Der Tier 6 Part ist auch schon ziemlich gut, ehrlich gesagt. So. Okay, ich mach mich mal wieder vom Acker. Also in dem Sinne haben wir jetzt, habe ich glaube ich, eine gute Quelle gefunden für unser Heliumzeug. Ich mähe ein bisschen durch den Mond durch. Mhm. Nutze das Helium, was ich aus dem Mondzeug kriege, um den Generator zu befeuern, um da mit dem befeuerten Generator wieder Helium herzustellen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Dings. Ein ganz guter Loop. Und nebenbei kriegt man halt auch noch eine Menge Dings. Eine Menge Urkius Fuel. Ich hätte Bock, einfach einen Mond dafür zu nehmen, weil es den richtig aussieht. Ja. Man. So, Flagge hinstellen, einfach dann hinschreiben. Ausbeutungsmond oder so. Cool, ich kann den so richtig weit wegschleudern. Ich hab nicht mehr viele Dinge davon. So, wie spät haben wir es eigentlich? Hast du irgendeine Begrenzung, wie lange du heute machen möchtest? Ich habe morgen erst meinen Ausfall und ich habe auch gerade Mottowoche, also alles entspannt. Was ist Mottowoche? Sowas gab es bei mir noch nicht. Weil wir bald Abi haben und letzte Schulwoche vergleichen wir uns halt.
als irgendwas. Zum Beispiel viele heute kamen als Peaky Blinder oder was auch immer, dann morgen ist als Lehrer, als ein Lehrer verkleidet, den wir in der Schule haben. Okay. Oh, Neo-Hemd. Das klingt so ein bisschen nach Mobbing für den Lehrer. Na, also wir haben gesagt, die Lehrer dürfen sich auch als Schüler verkleiden. Also ich habe zum Beispiel einen Lehrer, okay. Der hat immer so einen basic blauen Sweater an und drunter so ein Hemd, zerknülltes. Mhm. Und der labert auch eine Menge Unsinn. Also das ist immer so einer, der Mist labert, wenn der Tag lang ist. Mache ich auch, also passt das. Ja. Also muss ich mich da auch nicht einschränken. Also alles easy. Ja, und ich cosplay den halt. Dann gibt's noch, ja, cool. gibt's noch einen, der verkleidet sich als eine Lehrerin. Der macht sich einen Zopf und so. Ja, warum nicht? Aber ich meine, unsere Lehrer sind halt auch sehr gechillt. Auf jeden Fall, sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Bei der Schule, wo ich mal kurz unterrichten musste, da... Was, du hast schon Unterricht gegeben? Ja, ich bin doch schon uralt. Hast mich doch mal gefragt, wie alt ich bin. Da habe ich doch mal... Bist du nicht 30 oder so? Oder 32? Ja, noch älter. Okay, warte, was? Ich glaube, es war 36 oder 37, was ist das? Ja, genau. Und nach meinem ersten Studium habe ich halt mal ganz kurz als Lehrer gearbeitet. Oh, nächste Mondbasis und die ist richtig groß. Und das war überhaupt nichts. Das ging einfach vorne und hinten nicht. War es wegen den Schülern oder war die Schule einfach scheiße? Tatsächlich, beides. Also die Schüler konnten ja zum Teil eigentlich nichts dafür. Die waren einfach so, wie die waren. Manche waren auch extrem scheiße, das ging mir auch extrem auf den Sack, aber das hätte ich als Lehrer nicht sagen dürfen. Natürlich nicht. Der Direktor hatte ziemlich komische Ansichten, was man so machen kann und wie man sich verhalten soll und so von wegen, ja, du bist jetzt, also sie sind jetzt Lehrer, sie müssen sich jetzt auch mal ein bisschen verhalten und ich dachte mir so, ey, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen persönlich mit den Schülern zu werden und wenn das funktioniert und wenn die mich in Ruhe lassen, dann ist das doch cool, also... Und irgendwie hakt das Spiel ganz schön. Leckt das bei dir auch? Ja, ich baue auch gerade die ganze Oberfläche, aber also hier fällt alles zusammen. Gerade. Mhm. Das wird wahrscheinlich an mir liegen, ja. Na, möglich, weil ich baue ja hier auch einen Großteil der Oberfläche ab und ich finde auch gerade immer wieder neue Sachen. Was ich auch ganz cool finde. Ich muss sagen, Lernen war eigentlich so mein Traumding. Also ist immer noch, aber das dauert mir bisher aktuell noch zu lange. Dieses Studium ist halt arschlange, ne? Du kannst super als Quereinsteiger anfangen, weil... Deswegen ja, ich würde dann eine Ausbildung machen zum Biologielaboranten so an sich und dann vielleicht später mit Quereinstieg vielleicht Biolehrer machen, weil ich habe super Spaß daran, Leuten was beizubringen, aber dieser Weg dahin, das wird zum Lehrer, so zum verbeamteten Lehrer ist mir einfach zu lange, bin ich ehrlich. Ich meine, der verbeamtete Lehrer... Aber Verbeamtung ist schon nicht schlecht, da wirst du nicht so ausgebeutet, wie ich ausgebeutet worden wäre, wenn ich es länger durchgehalten hätte. Ja. Deswegen, ja. Aber vielleicht kannst du sogar als Quersteiger, Einsteiger verbeamtet werden, wenn das dann noch schlimmer wird mit dem Lehrermangel. Das ja, genau, deswegen ja. Da bin ich auch der Meinung, dass es irgendwann kommt. Dass sie irgendwann sagen, oh, ist halt scheiße, ne? Kommt mal bitte, ja, ihr kriegt alle Verbeamtung. Es wird wirklich so weit kommen. Ich meine, ist halt auch, naja. Sie haben halt lange ewig nichts gemacht, ne? Und jetzt kriegen sie es halt dafür. Also als ich noch bei meinem ersten Studium war das sogar noch so schlimm, dass, also da fing das erst gerade so ein bisschen an, dass man sich so angedeutet hat, okay, das könnte bald mal ein Problem werden. Und bei dem Lehrerstudium wurde gerade von Diplom und ja, was ist das, Magister oder sowas ähnlichen? Auf Bachelor und Master wahrscheinlich, gell? Genau. Und es gab keinen vernünftigen Master, sondern die hatten nur Lehramt Bachelor und dann hättest du halt eine andere Uni gehen müssen, um deinen Master zu machen. Mhm. Und das war halt scheiße. Da haben halt viele gesagt, nö, dann mache ich das halt so insgesamt nicht. Hier liegt ja. So. Okay, das Ding sieht cool aus. Ja, du bist sogar bei mir in der Nähe. Ich glaube, wir sehen uns auch gleich. Ja, ich habe gerade so einen Wound Mech abgebaut, der... irgendwie 200 Lagerplatz hat. Jo. Aber hier ist schon irgendwie ein anderes Biom. Hier ist irgendwie so... Oder ist das nur so ganz klein? Junkpile. Ich bin hier gerade auf so einer Müllkippe. Sind hier noch Kisten versteckt? Achso, der Wurm kommt immer schneller zu mir. Ich bin hier gerade auf so einem Sub-Biom. Ich hab eine ganz neue Mondoberfläche hier geschaffen. Heilige Scheiße.
Boah, der arme Mond. Ja. Die ganze Oberfläche hier für den. Weißt du, was wir machen müssten? Wir müssen hier ganz viele Quarries aufbauen. Ja, sowas in der Richtung. Und dann mal gucken. Im Endeffekt gehen wir eh nicht mehr auf Helium 3, sondern machen irgendwas anderes. Mhm. Aber einfach so, einfach. Ja, ich dachte, wir sollen lieber den Mond abbauen, ja, als ja. Die armen Tiere. Genau, vielleicht noch diese langweiligen Bärenplaneten. Ich glaube, die sind ähnlich unspektakulär wie ein Mond, nur mit. Verdammt, noch ich bin eingesperrt. Das Viech kommt näher, aber ich will hier trotzdem noch die Sachen haben. Und hier unten ist was? Ah ne, das scheint nur durch. Das war halt immer sehr cool. Also ich kann halt sehr gut beibringen und viele sagen auch, hier, mach das. Auch an meiner alten Schule, also meiner alten Regelschule, meinen die hier, wenn du einen Platz brauchst oder so, dann für dein Referendariat, komm gerne her. So, ich. Ja, wie schon dieser Weg dahin ist halt einfach arschlange, ne? Und ich habe halt ich wollte erstmal Kohle so. Das stimmt. Deswegen mache ich erstmal eine Ausbildung. Aber erst nächstes Jahr. Ich mache erstmal jetzt nach dem Abi erstmal ein Jahr. Nur Minijobben und verdiene erstmal so ein bisschen Kohle für Führerschein und so ein Shit vielleicht. Ja, wobei das halt ist auch cool. Wobei Führerschein doch erstmal so ein Ding ist, ne? Lohnt es überhaupt noch? Viel zu teuer. Teilweise. Ein Kumpel von mir hat 4,7 dafür bezahlt, Alter, für seinen Führerschein. 4,7. Ja, das ist schon. Oder meine Freundin hat 2,7 dafür bezahlt. Für einen Tattel, der sagt, yo, du kannst fahren. Das ist halt absolut überteuert geworden. Weil und halt, dann können die Leute trotzdem nicht mal richtig fahren. Ja, und dann wird ja der ganze Scheiß noch wegsanktioniert. Hier, Diesel, nee, weg damit. Und bei den Führerschein ist ja nicht mal Dings drin, ist ja nicht mal ein Auto drin. Also. Wer das das wäre cool. Das wäre ein geiles Ding. Wär so ein Kombi-Vorteilspaket, lieber Netto oder so. Hm. Alter, du kannst dich ja mal zum Mittelportieren, wenn du willst. Jetzt mir an den 9 Monat schauen. Mach ich gleich. Ich war schon so ein bisschen hier am Wegsortieren. Dann komme ich gleich nochmal zu dir. Kann man eigentlich. Man kann keine Sortiersysteme von anderen Planeten auf den nächsten geben, gell? Das geht nicht. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich bin einfach in der Luft gespawnt. Moin. Moin. So. So, du musst ein bisschen weiter nach oben, um an die Oberfläche zu kommen, ja? Hier musst du hier hoch und dann hier oben beginnst du irgendwann mal. Man sieht halt am Hintergrund, wo es halt. Hier hast du noch. Hier ist noch was du gar nicht ausgeräumt hast. Ja. Ah, das sind noch nur die 3 Dinger. Ich habe so viel Mondstaub. Ich glaube, es wäre sogar schlau, noch so ein Extraction Lab zu bauen. Um erstmal einen Grundpfeiler an Helium zu. Und vielleicht lohnt es sich ja nur auf Helium zu gehen und nicht auf das Ultranium, weil es halt auch schon teilweise ziemlich teuer ist. Ja. Hauptsache, wir kommen da noch irgendwie wieder hoch. Ja, dafür hat man ja Blöcke. Ja. Sie hochbauen. Ja, aber bei mir an der Schule sind halt alle Lehrer sehr chillig. Man kann die ganze Zeit Witze und sowas machen mit denen. Aber ich bin fast neidisch. Also ich hatte halt allgemein eine gute Schulzeit, einfach weil die Lehrer waren fast immer alle cool. Es gab zwar auch natürlich ein paar Wichser, wenn ich das sagen kann, aber es ist halt manchmal einfach so. Ja, das ist... Ich habe zum Beispiel eine gehabt, die hat mir während Homeschooling hier, hat mir Aufgaben immer bekommen, aber ich hatte halt, weil ich umgezogen bin, für ein halbes Jahr kein Internet gehabt. Das heißt, ich konnte die nicht machen. Komm wieder in die Schule. Ja, wo sind deine Hausaufgaben, die du machen solltest? Ja, konnte ich halt nicht machen, habe kein Internet. Na, 6, ne? Ernsthaft? Was soll ich da machen? Yes. Zum. Meine Mutti hat die so fertig gemacht zu der Zeit. Hier, was soll denn das sein? Tatsächlich gab es mal. Also, das war so ein Assi-Move, von dem ich auch nicht geglaubt habe, dass es den tatsächlich gibt. Aber bei meiner Schule so: Klassenarbeit wurde geschrieben, ich war krank und die Lehrerin wollte diese Klassenarbeit nicht für mich nur noch einmal wiederholen und da hat die mir den Klassendurchschnitt gegeben, der da irgendwie bei... Ja, was? So nach dem Motto, das ist ja irgendwie so repräsentativ und ich dachte, also alle haben mit dem Kopf geschüttelt, ob das was das für so ein Quatsch sein soll. Ist das überhaupt rechtmäßig? Und da ist die auch zur Hölle, die ist, also meine Mutti ist zur Schule gerannt und hat da wirklich die Hölle ausbrechen lassen. Das war schon. Ich danach auch nicht mehr, aber das war irgendwie.
ganz wird. Ich habe keine Lust, das jetzt neu zu machen. Du kriegst einfach den Dwarf. Also ich weiß nicht, ob sie keine Lust hatte oder ob das einfach so nicht gemacht wurde. Auf jeden Fall war es halt nicht so, sondern es hieß halt, ich kriege jetzt einfach den Durchschnitt von den anderen Idioten. Und man kann wirklich sagen, Idioten zu dem Zeitpunkt damals. Weil der war auch wirklich nicht gut. Du warst wohl sehr gut in der Schule, war? Nein. Ich habe mich ein bisschen durchgequält und dann auch nur mit 3,3 das Abi abgeschlossen. Oh, dann bin ich ja auf einem guten Weg genauso zu machen beim Abi. Also letztes Halbjahr war Durchschnitt, glaube ich, 3,0 oder so. Und ich glaube, dieses Jahr war es nicht wesentlich besser, also bin auf einem guten Weg. Auch. Aber bei mir liegt es hauptsächlich auch daran, dass ich halt ultra Probleme habe, so für Sachen, die mich nicht interessieren, kann ich halt nicht lernen. Das habe ich auch. Für Sachen, die ich mag, ja, dann ist super, dann ziehe ich auch durch und dann da komme ich, da kriege ich auch die guten Noten, die mich bei dem anderen Fächern wieder rausreißen. Aber es sei denn, ich bin da genauso. Ich habe da absolut keinen Bock für Mathe oder sowas zu lernen, weil es, keine Ahnung, also mit Mathe habe ich so das Problem, weil es für mich nicht greifbar ist. Und die ganzen Zahlen, jo, schön und gut, aber halt, es ist halt kein Bezug, deswegen kann ich mir da keine Denkbrücken und sowas herleiten. Aber zum Beispiel Sachen wie BIF oder also hier berufliche Informatik und so ein Scheiß und Biologie, die alle sehr cool sind, da läuft es auch gut. Problem ist aber, meine Biolehrerin ist halt fucking langweilig. So, die sitzt da vorne unterm Visualizer, also hier so ein Visualisierding. Und dann wirst du trotzdem Bioassistenz werden. Ja, also Bio ist halt super, super cool. Und es macht mir auch Spaß, aber ist halt absolut langweilig, Mann. Wirklich, die sitzt da vorne, die sitzt da vorne auf dem Stuhl und schreibt die ganze Stunde, nur das war's. Das geht jetzt schon seit 3 Jahren so. Du kannst ja mal raten, wer seit 3 Jahren nicht mitschreibt und sich alles geben lässt. Ich. Ja. Hier kommt eh nur. Bei dem Extraction Lab kommt eh nur Helium raus, genau. Helium raus. Dann kann ich da auch die anderen Slots mit. Das Ding ist aber echt langsam, kann das sein? Das könnte sein. Bekommt es nicht genug Strom, oder? Nee, es bekommt genug Strom. Aber es ist echt wenig. Soll ich noch mal eins bauen? Ja, kannst du. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil wenn man da vorne sitzt und halt den Unterricht absolut langweilig gestaltet, dann ja, weiß ich auch nicht, was ich da machen soll. Ne? Ist halt absolut langweilig. Das stimmt schon. Ich bin halt einer, ich höre halt zu und ich mache halt mit so. Ich bin kein Aufschreiber. Ich bin kein Auswendiglerner. Das auf keinen Fall, deswegen muss ich. Ich bin halt tatsächlich eher Auswendiglerner, aber manchmal dann so die Schwierigkeiten, okay, von dem, was ich gerade gelernt habe, so die Rückschlüsse auf das, Anwendung. Was so allgemein ist, das war früher echt problematisch. Mittlerweile geht's. Aber lange Zeit so. Ja. So, oh, ich sehe. Also im Abi lernt man das ja, das anzuwenden und so, aber halt auch. Ja, wenn du das Thema halt nicht verstehst, also wenn du halt den Zusammenhang nicht verstehst. Kannst du auch keine weiteren Zusammenhänge bilden, das ist halt so das Ding. Also wir haben halt zum Beispiel jetzt letztens einen Sozialrechtskundetest geschrieben, über hier Subsumptionen und so ein Zeug, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Rechtskunde? Rechtssubstitution? Nee, sagt also mir tatsächlich hier, wenig, tut mir leid. So Strafgesetzbuchzeug, Subsumption ist halt, wenn halt im Gesetz steht, wer bla 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 einem anderen Schaden zufügt, also wenn man es von Körperverletzung ausgeht, dann musst du halt gucken, wenn da steht, wer, musst du halt auch schreiben, wer ist gemeint. Und dann einer anderen Person musst du halt schreiben, wem, welche andere Person. Zum Beispiel, wenn da noch steht, mit einem Gegenstand, musst du schreiben, was für ein Gegenstand. Habe ich gemacht im Test, aber es war nicht seine gewollte Form, deswegen habe ich 0 Punkte kassiert. Oh, das ist ja auch unfair. Ja, das weiß ich nicht, was die Scheiße soll. Und dann haben wir noch über einen Mitarbeiterhund geredet. Ich meine, ja, ich habe halt gut mitarbeitet, so würde ich sagen. Ich habe auch das letzte Thema, obwohl der Test halt scheiße war, eigentlich verstanden. Aber er so, ja, da reden wir jetzt nicht drüber. Der hat gar keinen Bock gehabt, das zu diskutieren. Aber ich sag mal so, ich streiche das Fach eh, also easy. Ja, dann. Ich mache halt berufliche Informatik extra und habe da jedes Jahr halt eine 1 gehabt, jedes Halbjahr. Cool. Und das ist halt durchaus mehr, als ich damals sagen konnte. Also ich habe mich wirklich mit Mühe und Not, habe ich. Na, ich auch. Also ich komme halt nur durch, weil ich mir halt alles zurechtstreiche. Weißt du, Latein habe ich jetzt so letztes und dieses Halbjahr 1 Punkt, 0, 0 und 3 jedes Mal. Weil ich brauche halt einen Notenpunkt, um das zu streichen. Also habe ich halt auch so gemacht. War so gegen Ende echt knapp, aber hey, bestanden ist bestanden. Also, sag ich mal, belegt ist belegt ja. In den Fächern. Das heißt, jetzt wird dann gestrichen, das mache ich dann 2 Jahre Latein, wird gestrichen. Dann Sozialwissenschaften streiche ich vielleicht 1 Halbjahr. Dann wird es ja Rechtskunde dieses halbe, das sind halt 3.
Dann vielleicht mal Ethik. Ich muss halt 8 streichen, das ist kein Ding von Kanon. Ich darf halt maximal 40 einbringen, aber wenn ich halt 48 belegt habe, muss ich halt 8 streichen. Das ist ziemlich geil. Deswegen macht man ja auch dieses Extrafach noch. Und ich sag mal so, ich habe halt seit letztem Halbjahr keinen Beruf in Informatik mehr, weil der in Elternzeit gegangen ist und der aus einer Note 3 gemacht hat. Habe ich 13, 14, 15 bekommen. Das ist 14 auf dem Halbjahr. Also alles einfach. Alles okay. Easy. Defeat the Leaders of Alpaca Raiders. Ich guck gerade, was ich hier oben links habe an das Aufträgen. Das hast du schon ewig, diese Mission. Ach so. Sehr lange. Ja, wollen wir die mal machen? Oder hast du die schon gemacht? Nee, die Mission, die hattest du gehabt, als das erste Mal in deinem Stream warst. Das war auf dieser komischen Karte. Die Karte habe ich übrigens auch nochmal auf meinem neuen Planeten gefunden. Ich glaube, das gehört jetzt zum Standard dazu. Ach nee, dann muss ich. Moment. Muss ich mit dir hier reden? Mission. Hast du noch was zu essen? Ich habe gerade selber. Okay, dann hol ich fix nochmal was. Ich habe auch nicht mehr wirklich so viel zu essen. Ich habe hier ein Stück Kuchen, Banana. Kuchen habe ich hier noch. Ja. Wo bist du? Bist du noch da? Ich schau fix den Kühlschrank mal rein, was wir haben. Ja. Ich sollte vielleicht auch mal in den Kühlschrank jetzt Sachen wegbringen. Warte, ich habe hier 29 Brote, ich bring dir die Hälfte mit. Okay, ja. Den Kuchen könnte ich auch mal. Max Energy plus 20 bringt der. So, dann mache ich jetzt mal. Ah, danke für die Brote. Die Alpaca Raider werden nicht nur getötet, die werden einfach geschlachtet. Ja. Weil das ist ja noch Tier 1. Ceremonial Hunting Grounds. Mir fällt jetzt erst auf, dass dein Tierchen da eine Animation hat. So eine fließende Animation, ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, dass das so tropft, oder? Na, also. Nee, so das Tier, wie als wenn da irgendwas fließt in dem Tier drin. Wenn du mal genau hinschaust. Da kennst du, dass das da irgendwas aus fließt. Sieht ganz cool aus. Oder ist das, weil ich. Ja, stimmt, das ist in dem Viech drinne. Da fließt irgendwas. Wie so eine Lavalampe. Mhm. Find Artifact in the Hunting Grounds. Wieso ist das jetzt getauscht worden? Infiltration. Track Quest. Das ist nicht okay. Ich suche jetzt gerade nochmal. Ja, Märchen Jude, Redwing. Sad Lost Things. Choir. Okay. Evernight Jump. Your Merchant You. Away in the Longship. Away in the Longship muss ich gucken. Wenn ich das hier irgendwo noch als Mission hab. Away in the Longship, da ist es. Da gehe ich jetzt einfach mal hin. Während du mein Schiff auseinander nimmst. Bist du da? Nein, ich teleportiere immer noch. Ich teleportiere sehr lange. Okay. Bist du auch in der Mission? Habe ich wieder eine eigene? Dann gerne gehe ich zu dir. Nee, alles gut, warte, ich komme. Okay. Was will ich? Weil hier ist nämlich so ein kleines Brutzelfest auf dem Schiff, weil ich nämlich außer diese Lava-Ballons geworfen habe. Und seitdem ist der ganze Boden hier so ein schöner Barbecue. Ah, okay. Ich glaube, meine ganzen Leute brennen hier. Aber ich glaube, die können nicht wirklich sterben. Hoffe ich. Na, nö, das waren meine Leute am Brutzeln hier. Links. Mhm, der Brutzler. Achso, der ist friedlich. Achso, es ging ja darum. Die Alpakas sind hier die Bösen. Yes. Kann ich die ernten? Ja, mit ein bisschen Verzögerung. Achso, bist natürlich schneller. Obwohl ich jetzt auch mit
Maus- und Tastaturspiele, du rennst trotzdem. Achso, weil du den One-Buff hast. Okay, ja, ich komm irgendwann nach. Ich hab diesen Sprint, Sprint-Tag. Aua! Was zum Fick? Alter, was ist jetzt passiert? Boah, hab ich erschrocken. Meine Güte. Eine Falle? Verdammt. Hab ich erschrocken. Aber explodiert ja alles. Bist du auch runtergefallen? Ja, ich dachte, ich komm vielleicht noch rüber. Achso, Moment. Nee, das ist viel zu weit. Ja, ich kann mich doch hoch. Miffy's Mist Injector im Mysterious Drug. Das klingt zu vielversprechend. Ah ne, die Gegner, die werden angepasst, glaube ich, auf unser Level. Also, es scheint auf jeden Fall so. Juch. Komm, ich gebe mir mal diese Mysterious Drug. Intoxicated. Slow. Entropic Warding. Energy Uptick. Ich habe gerade auch eine Droge genommen. Ich weiß nicht, wann die abklingt. Ah, was soll's. Ich gehe jetzt einfach den. Guck mal, ich habe eine Droge genommen. Ah. Na dann. Gefunden und gleich gespritzt. Ja. Ja, wir müssen ein bisschen runter. Okay. Ah, hier unten gibt's noch ein Dings. Ich schau mal fix, was da drin ist. Da wird bestimmt eine Kiste so sein. Achso, ich dachte, das ist der reguläre Weg. Fixe. Ach, hier. Ich dachte, da kommt hier Matter-manipulierter Gedöns raus. Ab und zu mal, glaube ich. Also, es kann. Ne, hier, Meta-Blocks, Block. Ah, hier ist eine Tür. Ach, Meta-Blocks, die waren ja auch damals so das krasseste, oder nicht? Diese Meta-Sachen. Ja. Oh, hier geht's weiter irgendwie. Ich kann die nicht kaputt machen. Muss ich aufpassen. Ist alles voll Bomben. Ich löse gerade alle Fallen aus beim Durchgang. Ja. Achso, hier war schon. Einfach alles auslösen, damit keiner sich verletzt, ja. Achso, hast du den Schalter hier schon gedrückt? Jo. Ich hab den aus Versehen nochmal gedrückt. Jetzt nochmal gedrückt. Irgendwann habe ich ihn genug gedrückt. So. Mal kurz. Eigentlich könnten wir jetzt nochmal die Schränke alle durchgehen, aber das würde auch ein bisschen länger dauern. Aber dann. Das sind ja fast nur solche Bücherregale. Ja, stimmt. Die kannst du gerne mitnehmen, aber mich sehen diese Bücher nicht so wirklich. Ich lese die eh nie. Stimmt schon. Ach, da gehst du eh unten lang. Ist da was in der Kiste drin? Ja, Metal Manipulator und Silber. Und ein paar Pixel. Und eine Salbe. Oh, ich bin vergiftet. Na, alles auslösen. Einfach durch. Wieso kann ich denn das jetzt nicht nehmen? Egal, nochmal ein Brot zum. Das hier. Okay, das gibt mir Gift. Ich bin immer noch vergiftet. Hör auf, mich zu vergiften. Oder ist das der Gift. Ich weiß nicht, was. Nee, das ist da. Ist ein Gift. Ah, ich sehe es gerade. Dass das. Ja, und. Guck mal, hier oben ist so ein Hebel. Oh, ich bin schon wieder vergiftet. Ich hab doch so ein Anti-Gift-Ding. Was ja, ich hab jetzt auch hier ein Medpack. Geh mal durch hier oben. Hier ist noch ein Schalter. Der geht nur. Da kommst du durch, wenn da jemand auf dem Schalter steht. Hier auf. Hier? Jo, da ist eine Konsole. So. Hab ich gedrückt? Ah, okay. Ah, hier ist das. Oh, guck mal, hier oben ist ein gratis Hähnchen. So. Ich muss hier runter. Da oben waren wir schon in der Kammer her. Und wir mussten. Ah, okay. Ah, ich bin ins Gift gefallen. Ist alles voller Gift. Hast du noch das Gift. Heilding. Das Gift Heilding? Was meinst du? Ein EPP, das gegen Gift hilft. Hab ich zumindest im Inventar. Den hab ich mal angezogen. Ich hau mir immer die Dings rein, die. Ach doch, schon, das hab ich auch haben. Aber glaube ich gerade nicht ausgerüstet. Ich habe gerade das. So, lass mich raten, hier müssen wir erstmal einen Schalter finden. Achso, ich habe doch einen Wandsprung. Muss am besten den Feuerlöscher zum. Feuerlöscher oder Flammen. Feuerwerfer? Ja, der Flammenwerfer. Ja, der Flammenwerfer. Feuerlöscher. Oh, hier kommen Steine runtergerodet. Ist das mal ein Kampf? Ich guck mal nur in den
Aua, die Steine. Ich bin jetzt einfach durchgelaufen. Ja, mach ich auch gerade. Ah, bist schon. Ich nehme einfach mal Flammenwerfer und schau, was hier alles gibt. Ah, hier ist irgendwas. Oder auch nicht. Oh, Boss. Hier ist eine Boss-Tür. Okay, es ist ein Alpaka-Raider. Aber da sind Türen, das heißt, da wird was passieren. Das kann sein, dass da mit Kollegen kommen oder dass er anfängt mit irgendwelchen Pokémon zu schmeißen. Also nicht wirklich Pokémon. Achso, kann es sein, dass... Na, das geht schon. Wie schmeiß ich dauerhaft meine Sachen weg? Ich habe schon wieder meine Dings weggeschmissen. Du hast doch extra die Taste umgelegt, dachte ich. Auf ja, O oder so. Ja. Hab ich auch. Ich hab's auf O, warte. Drop Item. Oh, immer noch mein meine Salbe ist weg. Ich meine, es war jetzt nicht so viel, aber ich weiß, was soll das? Komm ich. Okay. Hast du die vielleicht zufällig eingesammelt? Was genau hast du weggeworfen? Ja, Salbe. Die Salben. Also ich hab doch mehr ein Bandage. Ich schmeiß da auf jeden Fall mal meine hin. Nee, nicht Bandages, Salben. Ach, Salben. Salbe Caesar habe ich auch irgendwie 100. So, jetzt und cool. Ja, 50-50. Danke. Warte, hier. Hint mal. 50-50. Ja, okay, danke. 300 davon mach ich mal hier rein. Und so, das müsste gehen. Und noch irgendwas Cooles zum... Irgendein Buff noch. Irgendein... Swimboost brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Ich nehme mal das hier. Energy Regen, das ist auch okay. Und Radiant Resistance und Rad Burn Immunity. Speed One, das ist okay. Und mehr Defense. Ich hau mir jede Menge Buff-Food rein, obwohl wir das gar nicht brauchen werden. Guck hier. Ah, das geht. Unser Attacker würde helfen, wenn ich das runterfalle. Okay, das ging. Oh nein, der böse Gegner. Oh, da kommt er. Böse. Aber die scheinen viel mit Frost zu arbeiten. Aber stimmt, die kommen ja wohl auch in so einem Gebiet, glaube ich. Deswegen. Was ist das jetzt? Nee. Nee. Also hier ist die Tür offen, aber ich lasse es mal noch. Achso, für mich oder allgemein? Achso. Ich habe jetzt meinen Auftrag erledigt. Was habe ich denn hier als Belohnung bekommen? Ein Artefakt, das kann man erforschen, dann kriegt man irgendwie spezielle Sachen raus. Wir haben nicht alle Türen geöffnet oder alle Hebel umgelegt. Ah ne, also Edom ist drin, den brauchen wir nicht. Nicht wirklich, das Beste ist halt wirklich schon die Upgrade-Module und Meta-Manipulator und solchen Geschichten. Die wollen wir eh in größeren Massen herstellen, eigentlich. Exakt. So, danke erstmal für die und ich guck mal gerade, hab ich... Das war Level 3 quasi. Verdant Ruins habe ich noch. Das ist Level 2, das geht ja noch schneller durch. So, was war das andere gerade? Long Way irgendwas. Away in the Longship. Also. Und Verdant Ruins ist sozusagen. Das kriegt man gleich am Anfang im Science Außenposten. Da. Da soll man quasi sich die ganzen. Wie heißt denn das auf Deutsch? Die Floren-Artefakte, die Floren-Dinger kann man sich da angucken. Okay. Um dann für den Floren-Auftrag die Sachen zu lernen. Bist du schon da? Nee. Ich bin jetzt da. Okay, jetzt so. Ja, sieht eigentlich auch ganz hübsch aus. Ich habe keine Ahnung, wo es überhaupt lang geht. Gibt's hier irgendwie einen Questmarker? Alter. Kein Kampf, ist eine Hinrichtung einfach. Ja. Du stotterst manchmal bei mir ganz schön. Aber meine Verbindung ist alles in Ordnung. 17er Ping. Hm. Das würde ich bei mir jetzt gar nicht so schnell nachgucken können.
Na, ich hab das gesehen bei Discord eigentlich ganz gut. Lass sein. Ah, okay. Aber das ist ja nur der Ping für Discord. Das hat ja nichts mit dem Ping für Starbound zu tun. Ach so. Ach, du meinst, ich starte beim Rennen oder wie so ein bisschen? Ja, oh Gott, nein, das meine ich, im Sinne von, dass deine Figur hier die ganze Zeit so ein bisschen sich hin und her, genau, ach so, hinterherhängt oder teleportiert. So. Guckst du da oben überhaupt noch in die Kisten? Ansonsten mache ich das mal. Nicht, dass ich das mitnehmen würde, aber. Zack. Oh, ein Plantfiber. Ja, das würde ich dann auch liegen lassen. Ich glaube, ich sogar mitgenommen. Das sieht nach einer Falle aus. Ach, lol. Guck mal. Ach, die. Guck mal, ich lasse es regnen, ich lasse Feuer regnen. Ja, meine fliegen auch die ganze überall hin. Ja, cool. Und mein Poptop springt. Ich glaube, mit den Dingern kann man auch sowas machen wie. Dass du irgendwo runterfällst und dann wird dein Pfeil gebremst. Ja, das ist meistens von den Avianern. Das ist natürlich auch eine Aviane-Mission, ne? Das kann sein. Oh, Healing Water, oder? Dann nehme ich mal das, was hier am empfehlenswertesten ist: den Fallschirm. Hier muss ich hoch. Achso, ich hab doch hier. Hallo? Mehr durch? Ja. Ist hier offen. Ich glaube, ich muss das Ding auch mal upgraden. Das hat nicht genug Reichweite. Kann ich eigentlich, wenn ich hier springe? Ah, ist eine. Wisst ihr was? Ich. Ah, das funktioniert nicht mal. Ich dachte, wisst ihr was? Ich gehe hier einfach durch, aber. Nee. Da muss ich immer noch ein bisschen Jump and Run üben, wa? Ja. Hier oben hin, Kleiner. Das ist ein süßer Garten. Manchmal wünsche ich mir Starbound wäre so ein teilweise 3D, weißt du? Also so 3D-Welt. Wird, glaube ich, bei manchen Planeten echt gute Atmosphäre bringen. Jetzt, oh Gott, zum Glück habe ich diesen Doppelsprung. Ach stimmt, ich könnte mich mal ein bisschen heilen. Ja, ich habe das hier schon aktiviert, das war nur ein Knopf. Ansonsten okay. War ich aber nichts weiter. Vielleicht ein, zwei Pixel. Obwohl wir eigentlich Gegner spawnen müssten. So wie es hier aussieht. Ja, das hier sieht nach einer Falle aus, aber ich gehe trotzdem rein. Ist aber auch schon alles leer. Ja, oder hast du das leer gemacht? Ja. Man hier sind fast Inhaltspflichter drin und ich melde mal ja ein. Ist ja fürs Team, ja? Ja, genau. Mach das mal. Das hier sieht. Achso, das hast du schon aktiviert, oder? War das ja, das? Das war nur so ein Hebel. Soll ich langsamer machen? Nee, nee. Ich hänge halt nur hinter einem hinterher, weil. Yx. Okay. Ach, ich glaube, ich habe das so leicht Mary in Erinnerung. Poppins. Mary Poppins hier. Wir müssen hier rüber, glaube ich. Worüber genau? Hier. Oder ist das jetzt hier? Ich glaube hier. Weil hier war noch ein Fahrstuhl nach oben, wo wir bei diesen Säulen. Ah, genau. Der Fahrstuhl. Ah, da muss ich ja jetzt wieder hier hoch. Nee, ich versuche mal von der anderen Seite da hochzukommen. Du kannst vielleicht hochklettern mit deinem Spikeball. Das habe ich probiert, aber jedes Mal, wenn ich gegen so eine. Spike bist. Wenn ich so einen Spike berühre. Genau, wenn es versucht, an der Decke zu aktivieren. Also vielleicht funktioniert das ja. So, mir fällt hier. Oh, keine, geht uns nichts. Ich warte mal hier auf dich. So, ich müsste gleich kommen. Von. Ah, nee. Jetzt renne ich schon wieder hier rein. Ich könnte mal noch ein bisschen Bandagen essen. So, ich bin jetzt da. Oh. Und jetzt bin ich weg. Bist du gerade extra runter? Oh, es hat geleckt. Nicht so gut. Genau das dachte ich auch, dass das mir passiert wäre. Kommt ihr wieder zurück? Hoffentlich. Ja. Nur no, es dauert ein bisschen.
Ah, also am besten empfehle ich dir vielleicht diesen, auch diesen Fallschirm irgendwie zu besorgen oder zu craften. Ja, ich weiß, den kann man craften, irgendwie vergesse ich das immer wieder. Aber wenn du hier runterfällst, bist du tot. Ja. Wobei die Rüstung sehr viel schützt und weg bist du. Es hat wirklich geleckt. Ohne. Ja, ich hab das gesehen. Das ist bei mir auch passiert. Soll ich dir den Fallschirm runterwerfen? Nee, ich guck mal, dass ich jetzt hier das einfach so hinkriege. Du musst halt. Versuch am besten immer zu springen. Also spring halt immer mal bei dem Ding. So, links lang, oder? Okay. Sepp, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade mich in den Ball verwandelt habe. Aber es hat nicht geholfen. 30% Pixel Lost. Okay, mal gucken, wie viel 30% ungefähr gewesen sein könnten. Oh, ich hatte 14.000. Wisst ihr was? Ich gehe gleich wieder zu dir, aber ich gehe mal kurz vorher die Pixel sichern. 14.000 sind 30% übrig geblieben. Also dann. Hier. Ne, das ist die Refinery. Das ist der Pixelprinter. Welche? Was war die ohne Easy war's? Ja, also mit die Easy-Dinger, die kannst du halt so aufbrechen, aber ich würde es halt einfach für der Vollständigkeit halber. Okay. Auf Original lassen. Ich schmeiß. Wo sind denn die Pixel-Dinger? In welchem Menü? Ah, hier. Wo die ganzen Bücher und Musikinstrumente drin sind, da gucke ich halt eh nie nach. Ja. Mal gucken, was mein Fire Top da macht bei den Teilen. So, der Jump and Run Teil müsste jetzt übersprungen sein, oder? Was? Mein Pop-Top macht die alle kalt, die kleinen. Ja. Achso, ich kann ja auch mal meinen wieder rauslassen, wenn er nicht aus Versehen gestorben. Ach nee, der ist ja schon die ganze Zeit draußen. Der ist genauso langsam wie ich, wenn nicht sogar noch langsamer. Oh, ich aktiviere. Okay. Stimmt, du kannst ja einfach so. Oh. Hallo Opa. Ja. Der langsam mit dem Treppenlift. Ja, das hatte jetzt wirklich was von Treppenlift. Vergessen wir jetzt richtig, ja, gell? Ja. Oh, ich dachte, das ist ein Gegner hier. Don't worry, stand. You will be safe with me around. Okay, das aber. Ist der Typ. Das sieht ein bisschen aus wie. Wie Trunks. Aus Dragon Ball. Rosa Haaren? Ja, doch, irgendwie. Ja. Von der Kleidung her so ein bisschen. Ja, und von der Haarfarbe. Ich meine, also der Haarstil nicht, aber. Wär cool, könnte man die so umgestalten. Oh, guck mal, ist eine Kiste. Oh, mit einem Modul. Also mit einem Upgrade-Modul. Ja, schön. Müssen wir da hoch oder müssen wir rechts lang? Hier unten ist ein Teleport. Achso, da sind wir hergekommen, kann das sein? Was sind wir hier? Ich glaube, wir müssen rechts lang, glaube ich. Wir haben hier rechts war noch keine. Hier war noch eine Tür nicht offen. Das kann sein, dass wir da links irgendwie die Tür aufgemacht haben. Alles ernten. Zack, zack. Mhm. Hier finden wir teilweise auch diese Silk. Ah. Ach, die Silk. Die müsste man aber. Also das Zeug ist Vanilla Silk. Ja. Genau. So, oben, unten. Aua. Links. Oh, Skorpione. Ja, pass auf die. Okay, Zuckerrohr. Ja, Zuckerrohr nehme ich mal mit. Oh, Fische. Da gibt's erstmal ein bisschen. Okay, hier ist zu. Da kommen ein paar Gegner. Ich guck mal hier unten in diesem komischen Teich nach. Ja, ich glaube nicht, dass das da so weit geht, aber eventuell muss man da auch was freischalten. Ich muss hier einen. Ich habe ein Schaukelstuhl gefunden. Das ist ja. Den würde ich am liebsten mitnehmen. Kann der schaukeln? Nee, man setzt sich einfach nur leider rein. Ja, schade. Ah, das könnte sein, dass man dann von hier aus runterkommt. Und hier ist quasi eine Schatzkammer, wo man erstmal den dazugehörigen Schalter finden muss. Der Arme. Wird einfach umgereicht. Moment mal, hier ist ein Schalter, sehe ich gerade. So ein bisschen versteckt, oder? Nee, das ist die Matratze hier. Hier kommt man dann. Ja, Hauptsache kann man nicht mal mit.
Warte, ich kann das für dich deaktivieren, wenn du willst. Ja, ich glaube, genau. Aber das war's jetzt auch. Hier sind noch ein paar. Das ist gerade durch den Boden gefallen, als ich das eine geerntet habe. Achso, ja. Passiert manchmal. Farben nehmen wir nicht mit. Zack. So, den muss man doch bestimmt auch wieder öffnen. Achso, du. Oh, hier. Eine Sonnenbank. Die will ich haben. Mhm. Scan. Ich hüpfe hier immer, falls es hier irgendwie rumpfuscht. Ja. Das sieht nicht so aus, als wenn da jetzt irgendwelche... Doch, hier ist eine Truhe. Versteckt, die leer ist. Los, gut. Auf, kümmere dich drum. Na komm, hier durch. Ach, ist das die Schrotflinte oder wie? Ja. Nee, das ist meine eigene Schrotflinte. Die Schrotflinte selbst... Gesehen? Hm? Hast du die Attacke von dem Pop-Top gerade gesehen? Zum Teil, ja. Explosion. Krass. Also die Schrotflinte selbst ist ja relativ langsam, meinst du? Hm. So, wie spät? 12:30. Okay, eine halbe Stunde, wenn das in Ordnung ist. Dann jo. Muss der alte Mann ins Bett oder so. Mann, nicht. Oh. Mal kurz heilen. Ja, und die machen noch gut Schaden, obwohl das hier Low Level ist. Ah, hier kommt man gar nicht durch. Guck mal, hier, sowas würde ich gerne machen, dann bei unserer Dschungel. Ja, ich komme gerade mal zu dir. Ich bin aus Versehen in die andere Richtung. Kuppel. Ach, Kuppel hier mit Gewächshaus und da wachsen drin Bäume. Das ist auf jeden Fall cool. Okay, und hier, da kommt man erstmal noch nicht rein. Da muss irgendwie noch ein Schalter geöffnet werden. Oh, guck mal, hier ist ein Bosskampf-Ding, glaube ich. Also hier, ist ein kleiner Bosskampf, glaube ich. Ich habe einfach mal drauf gedrückt. Ah, hier. So. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Am besten hier einfach wie die USA in Vietnam einfach mit dem Flammen einfach ein bisschen Napalm durchgehen. Also, guck mal, riesige Schränke. Und boah, 300 Slots hat dieser Schrank. 300 Slots. Und alles leer. Guck mal, die sind nur halb so groß und die haben auch 300. Echt? Ja. Das ist geil. Vielleicht können wir das ja nachmachen und in dieser Bibliothek machen wir so ein... So, da geht's eigentlich runter, aber da... hier bei der Kuppel, da war ja so ein... Ein Schalter versteckt. Ich weiß nicht, ob die so aufgeht. Ich glaube, da muss man auch irgendwas anderes drücken für. Kann man da vielleicht eine Bombe dagegen schmeißen? Das war doch der Witz im. Achso, die Bomben habe ich irgendwo versteckt bei mir. Nee, ich glaube nicht, dass das. In der ersten Mission war doch der Witz hier so, wenn du bestimmte Türen siehst, dann schmeißt. Bombe gegen. Genau. Ich denke, würde ich dieses Gebäude einfach übernehmen, so kopieren und einfach da auf irgendeinen Planeten setzen. Und einfach nochmal schick machen. Eignet sich halt eigentlich perfekt als Dingsbasis. Das Blöde ist halt, dadurch, dass alles ja so limitiert ist auf den 2D-Faktor, hat man nie so einen richtigen Eindruck, wie groß das alles ist. Also klar, es geht ja weit hoch, aber nicht so ein Ding von wow, das ist ein riesiger Turm, sondern halt, ja, jetzt laufe ich halt den Turm hoch. Ich bin gerade völlig verloren, wo müssen wir denn eigentlich als nächstes hin? Ich habe hier. Bist du da runtergesprungen? Ja. Hast du geguckt, ob man da rein kann in dieses Teil? Na, also ja, ich habe geguckt, man konnte nicht rein. Das ist nicht so geil. Achso, hier war doch auch noch eine versteckte Kammer, die ist auch noch versteckt, die ist auch noch zu. Ja, dann da wo ich gerade bin. Stimmt, hier war doch, obwohl, nee, hier komme ich ja noch durch. Das hast du ja extra für mich geöffnet. Ja. Hier kann man noch ein paar Blumen ernten, das bringt gar nichts. Bin ich hier? Obwohl, ich kann ja. Nicht morgen ist Starboard Update? Das Stardew Valley Update? Das müsste heute irgendwann kommen. Ja, heute mal nicht. Wenn es nicht schon sogar da ist. Und du bist jetzt wieder ein Stockwerk unter mir. Okay. Ich bin wieder unten. Ich dachte, da oben wäre noch irgendwas, deswegen bin ich wieder hoch.
Jetzt müssten wir wahrscheinlich in der Mitte bei dem Turm oder so, glaube ich, noch nach oben. Oh, guck mal, hier ist ein bisschen Silk in den Dingern drin. Ah, ja, ich glaube, ich weiß, wo du bist, aber das ist jetzt ja eh weg, denn ich gucke schon mal, ob es jetzt hier weitergeht. Okay, die Tür ist offen. Ich wette, die ist auch offen. Okay, Ja, genau, die in der Mitte ist offen. ich hab so ein Ding aktiviert. Oh, ich ahne, was das ist. Ach so, soll ich es nicht suchen? Okay, let's go. Ah, das geht eigentlich. Ach so, die werden, wenn man da drauf Die geht. ziehen sich ein. Aber die gehen dann wieder hoch, oder? Jo. Ach so, und Ja. das. Ja. So, nochmal wieder Ah, zu. jetzt wird sie noch mehr jump-and-wandig. Ist das überhaupt ein Wort? Natürlich nicht, aber so fühle ich mich gerade. Hatte ich nicht noch irgendwie vielleicht was, mit dem ich hier mich noch ein bisschen besser navigieren kann? Ach so, ich wollte gucken, was ein Cosmic Portal ist. Aber Okay, das ist cool, aber ein bisschen Mann, die Eingabe. Special Blade Whirl? Ah, okay, das will ich eigentlich auch haben. Dann nehme ich mal die Baumsamen weg. Das ist ein bisschen schwieriger. Willst du mein. Na, hast du. Warte mal, ich habe, glaube ich, so ein Ding, so eine Frucht, die gegen Fallschaden hilft. Immune to Fall Damage. 1 Minute. Wir Ich können denke ich mal mal, kommen und ey, dir nochmal das ist geben. ja. Und ich komme gerade so Das nicht dahin. ist sehr knapp bemessen, ja. So, Oh. gibst du mir jetzt extra die Warte. Frucht, damit ich. Es Wenn ging du eigentlich noch willst. vom Fallschaden. Also, dann sag mal, wenn du hier vorne runterfällst. Der Witz bei. Oh Gott. Bist du Das ging sogar. runtergefallen? Bist du runtergefallen? Okay, du bist da unten drauf. Ich dachte, du bist jetzt ganz runtergefallen. So. So. Los, go, nochmal probieren. Ist ja wie im Sportunterricht. Ja. Nur, dass die Stunde dann irgendwann vorbei ist und man es bis zum Schluss nicht geschafft hat. Du darfst nicht stehen bleiben. Oh, das ist jetzt. Wo landest du denn da unten? Ist da unten Wasser oder was ist da? Nee, Ist ich immer rette mich mit dem Air-Dash, indem ich mit dem noch. Ah, stimmt. Air-Dash nochmal. Ach Gott. Du darfst nicht stehen bleiben, du musst wirklich immer laufen. Ja. Und springen. So, zack. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Ja, jetzt kann ich auch hier drin nochmal hochlaufen. Oh. Ach stimmt ja, das war ja das Teil. Moment. Ich heile mich einfach gegen. Da freue ich mich schon, wenn wir Valheim spielen. Und du verzweifelst an dem Spiel. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich guck mal gerade auch, ob ich irgendwie Bounce-Fähigkeit oder sowas habe. One Boost hatte ich doch bei der M irgendwas. Du hast ganz schön viel Schaden genommen. Ich glaube, es wäre gut, wenn ich heilst. Oh Es ja. gibt noch richtig Verlust. Ich meine, du hast es zwar nicht so viel, aber muss einfach nicht sein. Defense, Slime Immunity, das könnte auch ein bisschen helfen. Das gibt mir noch mehr Defense. Okay, ich kann nur einen Defense Boost haben. Run Speed, das ist es. Glaube ich. Bist du eigentlich in meinem Stream drinne? Bist du Ich. eigentlich in meinem Stream drin? Nein. Ich habe noch einen Zuschauer. Ich weiß nicht, ob das Morph ist. Möglich, ich habe auch einen. Oh, ich habe zumindest das hier geschafft. Ah, oh, Na, diese. wenn beide steht einer, dann ist es wahrscheinlich dein Handy, aber bei mir steht zwei. Deswegen weiß Ach, stimmt. ich nicht, ob das Morph ist. So, hüpfen, hüpfen, Stimmt, hüpfen. ich bin immer mein eigener Zuschauer. Jetzt habe ich keinen mehr. Haben wir ihn vertrieben? Nee, das ist einfach spät. So, Ich habe. Kampf.
Ja, Kampf, Warte, ich muss kurz bin ein. Ja, ich. ich mal links. Du machst links, ich mach rechts, okay. Ich heil mich nochmal. Oh, ich habe gerade dieses Schild von diesem Ding gefunden. Bekommen. Okay. Von diesem komischen, ja, von dieser Erdnuss hier laufen. Ach so, die, ja, die laufende Erdnuss. Ja, die droppen, glaube ich, immer ein Schild bei Fucking Universe. Ich weiß gar nicht, ob das im Nicht Grundspiel dann immer. mal geändert wurde. Die gibt im Grundspiel auch nicht. Ah, Kill It With Fire? Ja, absolut. Nee, das ist tatsächlich so, dass die so eine Empfindlichkeit gegen Feuer haben. So. Hat ein bisschen Essenz gedroppt und dann wieder diese Mama Pop Top Claw. Ah. So. Keine Belohnung für mich. Wedding Dress, geil. Wieder ein Ja, das ist doch Lippenbild, oder? Belohnung mehr als genügend. Okay, Greenfinger Medaille Boah, habe ich eine jetzt. Bassgitarre. Geil. Assault Rifle? Ach so, das ist So. ja. So, ich wette, hier ist schon wieder alles leer. Ja, ich meine, diese Hauptmission habe ich ja nicht gehabt, Stimmt. deswegen. Wenn gleich mir kommen, ist das meine Belohnung hier. Ich meine, ich habe eine Gitarre, eine Bassgitarre. Boah, das ist clean. Ich glaube, das sind dann immer solche bestimmten Sachen, die man so einmalig erforschen kann und dann kriegt man dafür so diese ganz spezielle Forschung. Proteon oder so ähnlich heißt das. Stimmt. Ach, ja, guck mal, Smurf schreibt, Smurf ist noch da. Okay, bei mir gerade nicht. Aber bin ich überhaupt noch online? Anscheinend schon. Ja. Chat. Das ist gut. Jetzt habe Was ich ist wieder so einen mit deinem Zuschauer. Schwarz? Okay. Ich hatte gerade keinen. Wahrscheinlich Smurf fix mal rübergegangen, um Hallo zu sagen, wie vorhin. Okay. Vielleicht, weiß ich nicht. Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen eine Mod für die Cantina-Band und bauen unsere Cantina. Oh ja, es gibt auf jeden Fall Mods, die so neue Lieder mit reinbringen. Überhaupt ein Musikinstrument. Vielleicht ist das schon automatisch mit drin. Ich schau mal So, ich. fix, ob es die Trompet. Cantina-Band-Mod gibt. Wird das mit K Ja, schön geschrieben? gut. Nee, mit C. Liebesträume. Was sind Liebesträume? Das ist, glaube ich, so ein altes Lied. Starbound-Cover, Star Wars Cantina Band. Cool. Das ist ein altes Video von wann ist das? Vor 10 Jahren. Als das Spiel gerade neu rauskam. Cool. Wanderlust. Ach so, Wanderlust, glaube ich, war ein anderes Spiel von. Ja. Ich habe ein paar Instrumente noch dabei, also ich habe alle Instrumente immer dabei. Stardew Valley gibt es auch eine Melodie. Warte, Oh, warte das klingt mal. ja. Warte, mit welchem Instrument wird jetzt da über die Dings gespielt? War das nicht die Flöte? Möglich. Ich habe eine Klarinette. Ich finde nie. Aber das klingt schon sehr authentisch. Warte, ich habe hier eine Flöte, glaube ich. Warte. Kann man da irgendwie einsteigen Ach, oder ist das eine spielt das jetzt Oboe gegen. oder? Ach, nee, warte mal. Ach nee, ich habe da meine Dings da an, warte kurz. So, Flöte. Ja. Stardew Valley, gell? So. Wieso klingt meine. Habe ich das falsche Lied? Was? Stardew Valley. Kann ich. Hier. Ich hör mal Stardew auf Valley bei mir. Grandmaster Scheme. Klarinette? Ich habe sogar zwei Klarinetten. Hier. Was Okay, ist was ist das? jetzt passiert? Was ist das für ein Instrument? Warte hier. Doch, guck mal. Ist das das Banjo? Ja. Aber ich glaube, das muss man dann gleich im gleichen Moment anfangen. Ich glaube schon, ja. Frage ist das. Ich kann das. Ich kann die Ach, Rückgabe. Bandname. Das Ender dauert. same Bandname as other players to play Instrument. Okay, wir müssen hier in diesen Bandnamen was eingeben. Ich habe die Bandname für ein Suchfeld gehalten. Ja, hab ich auch gedacht. Was haben wir hier noch?
Klingt das scheiße. Das klingt ein bisschen wie so ein Kindergartenchor. So. Ja, ja, toll gemacht, Kinder. Klingt aber total scheiße. Das geht gut. Ändert das same Band Name? Wir können ja mal gleichzeitig eingeben, Sarah Bond, ja? Was? Sarah Bande. Sarah Bande. Das ist auch so ein Lied, warte. Sarah Bande ist, finde ich das? Ah, Sarah Bande. Stardew Valley. Ja, warte mal, hier, Sarah Bande. Was ist denn noch? Jo, es ist dramatisch. Hab ich irgendein Outfit? So ein Musiker-Outfit? Nee, leider nicht. Achso, ich habe ja eh alles weggegeben. Travel Lock. Ah nee, ich kann ja gar nicht wechseln, weil ich das Instrument in der Hand hab. Hier? Greenfinger Medal. Hast du doch eine bekommen? Oder hast du meine bekommen? Nee, aber ich glaube, ich habe die schon länger drin. Ich glaube, die habe ich noch nie untersucht, richtig. Ach, du hast den Auftrag schon mal gehabt oder durchgemacht? Stimmt, ja. Also ich glaube, ich hatte schon mal so einen ähnlichen gehabt, ja. So, ist das eigentlich gespeichert worden? Ja, ich bin immer noch Sarah Bande. Ist das S bei dir groß geschrieben, das erste? Ich mach das mal klein. Yes, hast du gesagt. Also so wie das Lied hier geschrieben wird. Jetzt geht's. Ja. Das ist cool. Ja, ich guck mal. Warte. Aber den Klang finde ich eigentlich besser von der Harfe hier. Vielleicht dabei nochmal unseren Bro holen, der auch noch Musik macht. Nicht. Der einfach pfeift. Der macht einfach irgendwas dann. Was haben wir hier? Ich schmeiß dir mal eine von meinen Klarinetten hin. Warte, ich hab hier noch eine Flöte. Oder willst du zwei Klarinette machen? Nee. Eine Flöte. Ich hab jetzt mal das Banjo in der Hand. Eine normale Flöte. Oder warte, ich glaube. Oder ich wechsle einfach immer mal das Instrument. Was hast du gerade spielend? Sarah Bonde, gell? Ja. Soll ich was anderes machen? Kannst du. Nee, kann ich gern. Hier ist solche, Musik. Ach so. Okay, deins übertönt sofort alles. Ich höre deins gar nicht. Warte, was hast du für ein Instrument? Klarinette, das was ich dir, glaube ich, auch gerade zugeworfen hab. Ist meins zu laut oder deins zu leise? Oder spielst du laut? Ich spiele. Ich mach mal Saxophon. Yo. Mal den. Vielleicht überlappt der Sound von dem Tier auch einfach alles andere. Das könnte auch sein. Ich hab noch eine Trompete. Ich hab noch ein Mikrofon. Aber also, lass mal für Elise spielen. Also Fuhr. Was ist hier? Ja, weil die kein Ü können. Yes. Wo ist es denn? Das ist ganz anderes. Ja, langsam synchronisiert sich das. Oder bilde ich mir das nur ein? Ja, es funktioniert langsam. Was ist das? Aua, meine Ohren! Das hört sich so ein bisschen an wie diese alten Soundchips, so von Super Nintendo oder sowas ähnliches. Ja, stimmt. Alles, was das zu bieten hatte. Ja.
Was ist denn, sind wir noch synchron oder hast du was Neues ausgewählt? Nein, ich wechsle eigentlich nur das Instrument. Das klingt so absolut asynchron. Ich lass mal meins jetzt stecken da. Also ist das hier mein Single? Ja. Mein Album. Mhm. Alter Trunks, was sagst du dazu? Jetzt bin ich kurz ein Hillbilly. Mhm. Jo. Ich fange immer wieder von vorne an. Also vielleicht finde du hast ein geiles Instrument, was ist das? Habe ich auch zweimal. Warte, was? Ich glaube, ich habe hier noch eine Lead-Gitarre und das Ding passt, glaube ich, gut zusammen. Square Wave, das andere sind irgendwelche Synths und Red Organ, das ist auch schon wieder was Eigenes. Oder? Können ja mal Gymnopädie nehmen, was ist das? Nee, das ist scheiße. Ich will irgendwas Krasses haben, also irgendwas Rockiges. Hier. Ich habe deins jetzt übertönt. Oh, das ist gut. Komm mal hier. Warte. Und hier spielt man das da und ich spiele den Electric Bass. Ich habe hier Joy to the World Rock. Joy to the World. In Klammern Rock. Enter Sam Bennett. Ich habe immer noch Sarah Bande eingetragen als Bandneben. Dann gib mal ein Joy to the World, also hier Joy. Ist relativ weit oben, musst du glaube ich abschreiben. Ach so, das hast du jetzt als Joy to the World. Hast du auch dieses mit Rock reingegeben? Ja. Okay, das passt doch eigentlich ganz gut. Warum meint dein Ding mich die ganze Zeit voll? Der schmilzt so halb, oder? Ja, ich sehe schon. Das. Jo. Wir brauchen die Cantina-Band, ganz dringend. Warte mal, ich schau mal, ob es dafür eine Mod gibt. Für die Cantina-Band. Ja. Mach. Oha. Ein Piano. Weil die alle gleich aussehen, aber ich dachte. Ja. Also Space Synth? Das ist gut. Oder das Piano lassen. Oder immer wechseln. Ja. Mit Ohren. Ich glaube, am besten ist es, im Takt zu wechseln. Also, wenn du zum Beispiel so ein. Ich habe überhaupt kein Taktgefühl. Und das wird ja dann noch durchs Internet verzögert. Also. So, ich krieg langsam Hunger. Wieder. Ich auch. Hungrig gespielt. Ja. So, mal Workshop gucken. Oh, ein großer Teil von meinen Nahrungsmitteln sind. Das ist auch schon wieder durch. Kantine. Next Music Pack outdated. Music Collection. Starborn Song Pack. So, ich habe jetzt einfach mal meine Bananentorte gegessen. Wollte ich mir eigentlich aufheben für irgendwas Cooles, aber habe ich eben vergessen. Billy Joel, Coldplay, Green Day, Imagine Dragons, Indiana Jones Theme. Das ist geil. Jurassic Park Theme. Oh ja, auf jeden Fall. Linkin Park Theme, Little Eva, Matrix, Michael Jackson Beat It, Pink Floyd, Portal, Queen, Bohemian Rhapsody, Star Wars Cantina, wenn es dabei ist. Ah, okay. Sollen wir die mal ausprobieren, jemand? Gerne. Wolltest du das jetzt noch gleich machen? Ich würde es fix mal probieren, wenn du Bock hast. Aber dann wahrscheinlich eher fix noch im Singleplayer. Ich glaube, es lohnt sich nicht dafür nochmal fix. Also ich müsste ja dann das Spiel beenden und nochmal neu starten, oder?
Müsst ihr auch. Ich glaube nicht, dass sich das im laufenden Spiel. Ich schick dir mal den Namen rüber. Das sieht alles falsch aus bei mir. Musik Collection. Okay, ja, das. Ich kann ja mal gucken. Achso, Musik Collection ist einfach nur der Name davon. Ja. Ja. So. Ah, zumindestens. Sie können auch erfordern, warte mal. Ja, alle abonnieren so. Ich habe noch einen am Extended Songbook. Warum noch dabei? Ah, okay, Extended Songbook. Ich glaube, Saving Quit reicht normal und dann müsste man das, glaube ich, haben hier. Okay, das sorgt einfach nur dafür, dass das Fenster ein bisschen größer ist. Aber das ist auch okay. Mal gucken, wie das auf dem Steam Deck aussieht. Hier sollte es mich ja nicht stören. Das ist einfach das ganze Steam Deck voll mit Songs. Oh, disconnected. Hast du mich Ich habe kurz neu gestartet. Ach so. Ja, würde ich jetzt mal kurz meinen Stream. Weiß ich nicht. Jetzt aus dem. Hier rausgehen ist auch ein bisschen schwierig, weil das Spiel läuft ja in einer anderen Auflösung als mein Hauptbildschirm. Das wird jetzt auch ein bisschen komisch. Ja, das lädt halt dann immer kurz um. Hm. Dann jetzt für meine Zuschauer, für den einen, der da ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde jetzt den Stream beenden. Wir probieren jetzt bloß nochmal Musik aus und dann wollte ich ja eh beenden den Stream. Jetzt, wir können ja am Anfang des nächsten Streams auch nochmal ein bisschen Musik machen. Aber ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich beende jetzt das Ganze hier. Die Musik funktioniert gut. Ciao, ciao. Das jetzt. Nee. Also ich sehe zumindest noch meinen Aufnahme-Button hier.